Mikro offen, sehr gut. Grüß euch Gott, ahoi, willkommen in München zum Piratigen Aschermittwoch 2014. Prost! Ich darf euch als Spitzenkandidat der Münchner Piraten für die Stadtratswahl recht herzlich hier im Münchner Backstage begrüßen. Wir werden gute Reden hören, ich freue mich sehr drauf. Ich finde es schön, dass ihr aus allen Teilen Bayerns hierher gekommen seid. Und es wird politisch heute. Ich darf euch begrüßen in einer Stadt, die es schafft, regelmäßig mit 6 Millionen Menschen friedlich zu feiern, 2 Wochen lang. Ich darf euch begrüßen in einer Stadt, die dem Rest der Welt zeigt, in der ersten Liga, wie man Fußball spielt und in der zweiten Liga, wie man es besser nicht macht. Es gibt auch böse Stimmen, die immer behaupten, es läge beim den Löwen einfach daran, dass zu viele SPDler im Verwaltungsrat sitzen. Aber das ist nur ein Gerücht. Ich darf euch begrüßen in einer Stadt, wo der Haushalt 3-mal so groß ist wie der im Saarland. Ich darf euch aber auch begrüßen in einer Stadt, wo es keine Wohnungen gibt. Unsere Pressesprecherin kann ein Lied davon singen. Ich darf euch begrüßen in einer Stadt, wo Kinder mittags nichts zu essen bekommen. Das ist auch etwas, was es in München gibt. Das sollte man nicht vergessen. Nein, kein Miesmacher. So, dann kommen wir zum ersten Redner, den ich vorstellen darf. Bevor ich das aber tue, möchte ich mich ganz herzlich beim Florian Deisenrieder, unserem Kreisvorsitzenden, bedanken, der diese Veranstaltung organisiert hat. Ich möchte mich auch bedanken, weil wir das bisher eigentlich noch gar nicht getan haben hier in München, bei den 1093 Bürgern, die für uns unterschrieben haben, dass wir überhaupt zum Stadtrat antreten dürfen. Dass der erste Redner da ist, freut mich sehr. Er ist zwar ohne Blinddarm hier, aber er ist gesund wieder unter uns. Er ist in Simmern geboren, das ist die Gegend, wo der Schinderhannes herkommt, falls das einer weiß, in Rheinland-Pfalz. Das hat schon etwas mit den Piraten zu tun oder ist piratig. Es hat ihn dann über Bonn nach Berlin verschlagen. Er ist der Landesvorsitzende der Piraten in Berlin. Er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und er ist Fraktionsvorsitzender der Piraten. Dann muss man das im Wiki mal schleunigst ändern. Herzlich willkommen, Christoph Lauer. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich hier hinter mir einen Stuhl positioniert habe, damit ich sanft falle, wenn mich die Kraft aus irgendeinem... Kann man das noch ein bisschen weiter... Das ist so im Gesicht. Das so, kann man das noch ein bisschen weiter wegmachen? Oder? So, ja. Also, ich hoffe, ihr seht mir das nach mit dem Stuhl. Ich setze mich drauf, wenn es nötig ist. Danke auch für die Einführung. Ich wollte mich als Berliner auch nochmal hier explizit bei euch bedanken. Also nicht nur als Gastgeber als Piratenpartei Bayern, sondern auch als Bayern an und für sich, weil ihr bezahlt ja zum Glück Steuern und weil ihr Steuern zahlt, gibt es einen Länderfinanzausgleich und ohne den hätte Berlin dann 1,8 Milliarden Euro pro Doppelhaushalt weniger. Also erstmal danke dafür. Seht es positiv, weil stellt euch vor, das gäbe es nicht und es gäbe die ganze Armutseinwanderung aus den 9 Bundesländern.
wenn dann irgendwie ihr euch hier mit irgendwelchen zugewanderten Neuköllnern auseinandersetzen müsstet oder so. Also es hat auch sein Gutes, es ist nicht alles schlecht. Und sei mir noch erlaubt, das mit den Wohnungen kennen wir in Berlin auch. Ich habe das heute in so einer Münchner Zeitung, war das ja die Schlagzeile, 87 Euro pro Quadratmeter. In München, das kennen wir auch, im Prenzlauer Berg, da geht es ja so, Prenzlauer Berg, die Mieten sind bezahlbar, ich kann sie ja bezahlen. Das ist Reinhard Grebe. Was München und Berlin gemein haben, ist, dass sie SPD regiert sind. Vielleicht hat das ja irgendwas mit den Mieten zu tun, ich weiß es nicht. Jetzt beginne ich mit meiner Rede. Liebe Piratinnen und Piraten, liebe Neger. Was? Kann man das hier nicht sagen mit den Negern? Ist es hier? Das ist dieser Tugendterror, von dem wir hier so viel zu hören bekommen, liebe Piratinnen und Piraten. Und der ist ja das Problem. Das hören wir ja. Also wir sind das Problem und dieser Tugendterror. Und das merkt man. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Ich muss ja bestürzt feststellen, dass man in Bayern als Schulleiterin vor den Ferien seine Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit Sieg Heil verabschieden darf und Hitlergruß. Und man wird davon sogar von der christlich-sozialen Union kritisiert. Ja, das ist der Tugendterror, sogar von der CSU. Das ist das Problem, was wir im Moment hier haben in Deutschland mit der Meinungsfreiheit, mit dem Tugendterror. Das merken wir hier. Und die Ausländer natürlich. Ausländer sind auch ein Problem. Das merken wir in Berlin zum Beispiel. Das merken wir die ganze Zeit. Also das Absurde war ja, früher wollten die nur unsere Arbeitsplätze wegnehmen und jetzt wollen die noch nicht mal mehr arbeiten. Jetzt wollen die uns unser Sozialsystem wegnehmen. Das geht zwar nicht rechtlich, aber das ist egal. Und zum Beispiel die Türkei, die jetzt da 400.000 Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt, die wollen uns damit ja nur provozieren, weil wir halt nur 5.000 nehmen und die wollen uns jetzt halt zeigen, dass sie einen längeren haben und so. Also es ist unerhört, dieser Tugendterror, wenn man sich da irgendwie für Leute einsetzt und so und das. Also die Ausländer in Berlin, die Taxifahrerinnen und Taxifahrer, also das ist super, ich wurde noch nie von so vielen Ingenieuren, Ärzten, Professoren durch die Gegend gefahren. Das ist halt, Abschlüsse werden nicht anerkannt, sind sie ja selber schuld, hätten ja nicht hierher kommen müssen. Und arbeiten sie halt als Taxifahrer und klauen halt den gering qualifizierten Deutschen die Arbeitsplätze als Taxifahrer. Geht nicht. Das ist der Tugendterror. Das ist das Problem in diesem Land, dass das so akzeptiert wird. So. Und das Problem, das sind die Zustände. Ja? Also der Uli Hoeneß zum Beispiel, der ist nicht das Problem. Nein. Und Alice Schwarzer und der Trebarz von Els, ich meine, ihr kennt die Bergpredigt, ja, und seht sie an, die Bischöfe in Limburg, sie arbeiten nicht und trotzdem gibt der Herr ihnen ein schönes Domizil. Kennen wir doch. Was ist Tugendterror? So. Und der Hoeneß ist doch auch ein klassisches Justizopfer. Also ich muss das nochmal, gerade Uli Hoeneß, den ich ja für seine ausgewogene und qualifizierte Meinung immer sehr schätze, hat mal was Schönes zu den Piraten gesagt, was ich hier zitieren möchte, weil es vielleicht auch nochmal ganz gut passt und das mit dem Tugendterror und der Meinungsfreiheit in Deutschland mal so ein bisschen einordnet. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, ich muss mal zitieren. Uli Hoeneß hat mal gesagt,
Hoeneß über die Deutschland aufstrebende Piratenpartei, kennt ihr auch, früher ist jetzt nicht mehr so. Wenn die Partei wie die Piraten 9% hat und gar nicht weiß, wofür sie eigentlich steht, dann macht mir die Sache Angst, was passiert da eigentlich, wenn sich da einer hinstellt und noch nicht... Wenn sich da einer hinstellt und sagt, Afghanistan haben wir noch keinen Plan, jetzt kommt der interessante freudsche Versprecher, Steuergeschichten, Fragezeichen, haben wir noch nicht drüber gesprochen oder wie müssen wir das machen mit unserer Wirtschaft, müssen wir vielleicht in 4 Wochen eine Antwort geben, das ist doch keine Politik, wir brauchen Leute, die Einrichtung anbieten, die Visionen haben, die wissen, wie die Absicherung der Bürger gehen soll, ist auch wichtig, also Leute, die wissen, ganz unkonventioneller Vorschlag, Steuern zahlen, in Sozialsysteme einbezahlen, ja, so solidarisch zueinander stehen, aber nein. Kinder, ihr müsst verstehen, das ist der Tugendterror. Das eigentliche Opfer ist der Hoeneß. So, genau, also die Visionen haben, die wissen, wie das mit der Absicherung der Bürger gehen soll. Da kann ich nicht so einen Schwachsinn erzählen, wie die das zum größten Teil machen. Nein, dass Uli Hoeneß nicht so einen Schwachsinn erzählen kann, wie wir, das ist ganz klar, das erkennen wir auch neidlos an, dass er da in der ersten Liga spielt und wir noch viel lernen können. Also, Hoeneß hat gefragt, was wollen wir als Piratenpartei zum Beispiel? Bedingungsloses Grundeinkommen, fahrscheinloser ÖPNV, bezahlbare Mieten, was braucht man dafür? Steuergelder? Ja, ist jetzt blöd, Uli, ne? Es geht jetzt nicht. Aber ich will ihn da nicht vorverurteilen. Das kann ich auch gar nicht, ich habe nicht die Befähigung zum Richteramt. Was man gelesen hat, ist ja diese Selbstanzeige nicht strafmildernd, weil sie unvollständig war und nicht aus eigenen Stücken, wie es heißt. Und ja, schauen wir mal, dann sehen wir mal. Also wie gesagt, ich will ihn nicht vorverurteilen, ich weiß auch gar nicht, wie hoch da das Strafmaß jetzt genau ist, aber das wird uns Uli dann ja nach der ersten PK, nach der Freilassung wieder erzählen können. Ja, wie gesagt, wir können es nicht machen, aber es ist halt, wir sind das eigentliche Problem, weil wir diesen ganzen Quatsch fordern und Tugendterroristen sind. Das sieht man jetzt auch im Moment ganz schön im Bund, bei der SPD, mit dieser ganzen Edati-Geschichte. Das kann man widerlich finden, was der Mensch da irgendwie gemacht hat. Sollte man auch so, aber war anscheinend legal. Die Staatsanwaltschaft Hannover wusste das auch oder weiß das auch und gibt dann aber einstündige Pressekonferenzen und fabuliert, was denn da sein könnte. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Tugendterror. Und diese ganzen Zusammenspiele, also wenn das BKA und dann dem Friedrich und der Friedrich dann so dem Gabel, du, da steht so jemand auf der Liste und so und ach ja, ach, da erzähle ich es mal dem Oppermann, der erzählt es dann auch allen weiter, der ruft dann nochmal beim Zirke an, der interpretiert dann ein Schweigen als Ja. Und die Zusammenarbeit funktioniert ja gut. Ich meine, wir müssen doch mal, wir sind ja Piraten, wir müssen den politischen Aschermittwoch auch mal ein bisschen anders denken. Wir müssen uns ja auch mal selber kritisieren. Wir müssen ja auch mal eingestehen, dass wir in der Öffentlichkeit dafür kritisiert worden, dass wir nicht geschlossen sind. Im Bund sieht man doch jetzt, wie das funktioniert. Wenn der Oppermann hätte dem Friedrich nie eine SMS geschrieben oder so. Da ruft man sich an. Da ruft man sich an und sagt, du, ach, ich wollte da jetzt eine Pressemitteilung rausgeben, da steht drin, dass du da irgendwie ermittlungsrelevantes Zeug ausgeplappert hast, wie findest du das? Und anscheinend konnte beim Friedrich niemand lesen und schreiben und dann haben die gesagt, ja, du, mach doch ruhig. Und dann hat der Friedrich gesagt, oh ja, ach, ich trete zurück, wenn ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird. Ja, und dann hat irgendjemand bei der Staatsanwaltschaft Berlin gelacht und gesagt, aber hat jemand die Nummer von Friedrich, ich müsste hier mal anrufen. Und aber
Liebe Leute, versteht mich da nicht falsch. Auch das alles ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Wir sind das Problem. Also wegen unseren Forderungen und was wir da so wollen. Und die anderen zeigen es uns ja, wie es viel besser funktioniert. Dafür sollten wir ihnen auch ein bisschen dankbar sein. Was ich gut fand, war dann auch die Geschlossenheit, die man danach zu sehen bekam. Zwischen der Koalition. Achso, ich habe tatsächlich noch eine Verständnisfrage. Ist das in Bayern strafbar, wenn man Horst Seehofer irgendwie desavouiert öffentlich? Ist das so Majestätsbeleidigung oder so? Also in Berlin habe ich als Abgeordneter ja Immunität, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie das hier ist. Also achtet doch mal bitte auf die Türen. Und ich hoffe, es gibt noch einen Hinterausgang. Nein, also Horst Seehofer, der hat das super gemacht, super Job. Hat dann gesagt, ja, gibt jetzt die Neubesetzung, ne? Die Qualifikation war, glaube ich, Franke. Ne? Und ich finde, das ist gut. Da können wir von lernen. Da können wir uns dran orientieren und sagen, weniger Kompetenz wagen, einfach mal gucken, wo der Kandidat oder die Kandidatin herkommt. Das ist super. Wir mit unserer irgendwie Sachpolitik und wir versuchen mal hier konstruktiv zu sein oder Quatsch. Ist er Franke? Ja, nein, okay, du hast den Job. Ja, und der Gabriel war auch super, weil der Gabriel und Horst Seehofer, die haben sich dann so gegenseitig auch ein bisschen gestritten und dann wieder nicht. Und Gabriel gibt dann eine PA und sagt, nö, der Oppermann muss jetzt nicht zurücktreten. Der hat zwar komplette Scheiße gebaut, aber nö, sehe ich jetzt nicht. Ist doch super, da wird doch dann vorgelebt, wie das mit der Verantwortung und so ist. Das ist auch alles nicht das Problem. Der Laden läuft doch. Was habt ihr eigentlich? Ich meine, jetzt hier Stadtrat antreten, so München. Ja, meine Güte, da sind die Mieten halt so hoch. Wer kommt denn auf so eine bekloppte Idee, bezahlbare Mieten? Ist halt. Und ich möchte mal, wie gesagt, mit den Traditionen des politischen Aschermittwochs brechen. Und mit den Fails der Piratenpartei hier aufräumen. Und ich fange mit Berlin an. Als wir um die 2000er in der Regierung waren und das mit dem Berliner Bankenskandal war, wodurch das Land Berlin jetzt 40 Milliarden Euro Schulden hat, das war Moment, ich habe uns gerade mit der CDU und der SPD verwechselt, sorry, das war mal gar nicht, war die CDU und die SPD, die 40 Milliarden Euro Schulden da in Berlin verursacht haben, knabbern wir noch heute dran, uns geht es ganz gut. Die Berlinerinnen und Berliner haben daraus gelernt, wir haben im Moment auch wieder eine Regierung aus SPD und CDU, läuft doch, das sieht man doch, Piraten sind das Problem. Und die anderen bieten die guten Lösungen an. Der Laden läuft. Noch ein paar mehr Fuck-ups. Der Nürburgring. Das tut mir sehr leid. Als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident hätte ich diese 300 Millionen Bürgschaft der Rheinland-Pfälzischen Landesbank für den Nürburgring, war ein Fehler. Ich habe mich mit meinem Freund Kurt Beck verwechselt, sorry. Also auch die SPD wieder, 300 Millionen Euro, war gar nicht schlecht. Also ich meine, Kurt Beck ist jetzt Vorsitzender der SPD Friedrich-Ebert-Stiftung. Gibt jetzt Bestrebungen, das umzunennen in Friedrich-Ebert-Racing-Team. aber läuft. Läuft. Also ich meine, da kann man jetzt ihm nicht vorwerfen, bei der Bahn zu arbeiten oder so. Wir wurden oft für unseren Umgangston kritisiert. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Ist mir schweren Herzens. Das war der Pofalla. War der Pofalla und der Bospa. Fliegt gleich eine Operation, kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft, die man als Politiker braucht.
Also ich kann deine Fresse. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Und das ist der persönliche Feld. Wie gesagt, knallt gewaltig, nicht so gut, Bedrohung. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Akzeptabler Umgangston in der christlich-demokratischen Union Deutschland. Gut, dann noch den BER. Ja, jetzt erinnere ich mich richtig, das war tatsächlich SPD und CDU. Das ist super, wenn man sich da mit den Leuten in Berlin unterhält, weiß ich nicht, von irgendwelchen Baulobby oder sonst irgendwas, die sagen, ja, also diese Flughafenhalle, die wurde ausgeschrieben, alle haben gesagt, die kostet 1 Milliarde Euro. Der Berliner Senat hat gesagt, nein, die soll nur 750 Millionen kosten. Alle gesagt, naja, sorry, aber für 750 Millionen bauen wir das Ding nicht. Aber der Senat hat gesagt, ja, dann bauen wir das selber. Ich meine, es ist ja nicht so, dass auf der Welt schon mal irgendwo ein Flughafen gebaut worden wäre, ja? Und von daher finde ich diese tugendterroristische Kritik, die wahrscheinlich von irgendeiner Neiddebatte getrieben ist, weil irgendwelche Bayern jetzt neidisch sind, dass wir so einen schönen Flughafen bekommen, ja? Ja. Sekündchen. Ich habe nicht gesagt, welcher. So. Und, das konnte ja keiner wissen. Ich meine, wenn man sich andere internationale Großflughäfen anguckt, wie lange die gebaut werden, was die kosten weltweit, der konnte ja keiner wissen, dass man das Ding für 2 Milliarden Euro nicht bauen kann in 3 Jahren. Hat einem ja auch keiner gesagt. Ja gut, die Opposition in Berlin, ja, aber die ist ja immer dagegen. Das sind ja auch so, die sind ja auch Neidhammel. Also, wie gesagt, nochmal, wir sind das Problem. Die machen das doch alles super. Wir machen das alles super, von daher weiß ich nicht, vielleicht sind wir hier beschlussfähig, können wir uns auflösen oder so. Die 400 Millionen für einen Eurohawk waren doch auch gut investiertes Geld, oder? War doch auch gut. So. Ich meine, das ist doch super, wir sind gegen diese Drohnen, ja, und jetzt haben wir 400 Millionen Euro ausgegeben und haben noch immer keine, ist doch gut. Das ist Piraten wirken. Ich meine, man hätte natürlich für diese 400 Millionen Euro irgendwie Schulen, Kindergärten, bezahlbare Wohnungen und sonst irgendwas errichten können, aber das ist ja Kommunismus oder irgendwie so. Weiß auch nicht. Also das ist doch scheiße. Also 400 Millionen Euro gut investiert und wir sind das Problem. Und am schlimmsten war ja, dass wir die Leute mit dieser NSA-Geschichte so genervt haben. Boah, ey. Gibt doch nichts zu sehen. Ist doch alles beendet. Warum gehen wir den Leuten damit so auf die Nerven? Außerdem hat die Kanzlerin noch gesagt, in Deutschland wird niemand abgehören. Warum habt ihr kein vollstes Vertrauen in Angela Merkel? Also, und dann nerven wir die Leute irgendwie, ja, und abgehört werden und so. Ich meine, Kinder, wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten. Wer bist du da? Und Merkel hat natürlich recht, natürlich wird hier niemand abgehört. Die Amerikaner haben da so ein U-Boot, das schwimmt dann irgendwo ins Meer, so offene Gewässer, die keinem gehören. Und dann klemmen die das Abhördings da an, fertig ist der Lack. Ja klar wird keiner in Deutschland abgehört, die werden alle da außerhalb, weiß ich nicht, in der Nordsee oder so. Und das ist auch, ich meine, könnt ihr euch noch an diese Meldung erinnern? Dass halb Vietnam jetzt kein Internet mehr hat, weil Kabeldiebe das Internetkabel zwischen Vietnam und Australien geklaut haben oder so? Rohstoffpreise steigen ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie muss ich mir das vorstellen? So lustige vietnamesische Piraten oder so, die sagen, jetzt holen wir uns mal so ein Tiefseekabel, wiegt ja nichts, kann man ja leicht mitnehmen und da kriegen wir bestimmt einen guten Preis. Kennt da jemand, der macht uns einen guten Preis? Das ist doch super. Das ist doch viel wahrscheinlicher als so ein U-Boot, das da hinkommt und da was durchtrennt und halt verkackt.
Jetzt hört doch mal auf, die Leute zu nerven mit diesen Verschwörungstheorien. Da glaubt uns doch eh keiner. So. Problematisch wurde es natürlich, als Angela Merkels Handy dann doch abgehört worden ist. Das konnte halt keiner ahnen, vor allem auch nicht hier Kanzleramtsminister Herr Pofalla, der die Debatte ja schon vorher für beendet erklärt hat. Dann wurde es wieder problematisch, weil unter Freunden macht man sowas nicht und so. Ja. Also worüber regt ihr euch denn jetzt bitte auf? Ist doch alles super. Und was ich wichtig finde, ist auch nochmal zu sagen, es geht auch nicht darum, Wirtschaftsspionage zu betreiben. Das machen die USA nicht. Die verteidigen uns damit. Also nicht nur am Hindukusch, also gut, das machen wir in Europa und so, aber die verteidigen uns damit. Keine Wirtschaftsspionage. Machen die Deutschen übrigens auch nicht. Hat Herr Ischinger ja schön gesagt, ehemaliger Botschafter in Washington. Es gab da in der Botschaft Räume, die durfte er auch nicht alleine betreten. Ja, nee, das war einfach wahrscheinlich zu gefährlich oder so gesundheitliche Risiken, ich weiß es nicht. Nee, aber das ist super, also wir machen das auch nicht. Das ist ja immer wichtig, dass wir es merken. Erstens, es gibt keine Probleme. Zweitens, worüber regen wir uns auf? Und drittens, wir sind die Guten. Das ist auch extrem wichtig. Und nochmal wichtig, merkt euch, CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, die haben uns alle geholfen, dass das so wird, wie das im Moment ist. So, und da sollten wir ihnen, wie gesagt, dankbar sein. Man hätte ja, das fand ich eigentlich ganz witzig, dass dieses Argument zu den Piraten zu uns nie aufkam. Wenn die sich immer darüber beschweren, dass wir uns so beschimpfen und so, warum hat noch niemand gesagt, kann das sein, dass da irgendwie ein Bildungssystem einer ganzen Generation vollkommen verkackt hat, dass sie nicht in der Lage sind? Dass ja ein ganzes Bildungssystem verkackt hat, Leuten beizubringen, wie man sich erstens unterhält und zweitens, wie man sich irgendwie demokratisch verfasst oder so? Ich meine, ich bin aus NRW, wisst ihr, habt ihr mein Abi gemacht, wisst ihr, wie NRW bei der PISA-Studie abgeschnitten hat? Was erwartet ihr denn da? Das ist doch... Also wie gesagt, das mit der NSA, das ist alles tutti. Interessiert auch keinen, Debatte für beendet. Und was ich ganz schön fand an der Stelle war noch diese Faxe EU-Nummer, das ist super. Die Amis haben sich so geärgert, ich meine, die haben wahrscheinlich 30.000 Bänder von irgendwelchen Russen, die auf Russisch sagen, Faxe EU, fuck USA, fuck irgendwas. Und die können es ja nicht auf YouTube stellen, weil keiner Russisch kann. Das interessiert halt keinen. Und Faxe EU. Und von daher, das ist jetzt wirklich ganz wichtig, es gibt keine Probleme, es ist alles super, es läuft alles gut, die Mieten sind bezahlbar, ich kann sie ja bezahlen und wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt auch noch anfangen, diese ganzen Sicherheitsbehörden kontrollieren zu wollen. Das ist doch Quatsch. Warum? Also warum sollte jemand mit ein bisschen gesundem Menschenverstand darauf kommen, sowas wie das BKA, den Verfassungsschutz, BND zu kontrollieren. Das ist doch Quatsch, machen wir einen super Job. Hat doch heute auch der ehemalige BKA-Vorsitzende gesagt. Das BKA braucht noch mehr Unabhängigkeit, weil dann können die noch besser arbeiten. Und wie das da beim BKA läuft mit diesen Ermittlungslisten, jetzt bei Edati und so, ne? Und da ist auch ein Mitarbeiter von uns drauf. Ah nee, das ist tatsächlich strafrechtlich relevant, ah scheiße. Ja gut, versetzen wir den in den Ruhestand, du. Warum sollte man das kontrollieren? Das ist doch Quatsch. Ich meine, ein Paradebeispiel dafür, wie toll das alles ist und wie gut die deutschen Sicherheitsbehörden funktioniert haben. Das sieht man doch an diesen NSU-Morden. Das ist doch auch super gelaufen, oder? Da laufen jahrelang so ein paar bekloppten Nazis durch Deutschland und erschießen Leute, richten die hin mit einer Knarre, bringen die um. Kaltblütig. Weil die irgendwie vollgestört sind. So, und dann haben wir extra ein Kriminalamt und den Verfassungsschutz und den ganzen Scheiß. Und das Naheliegendste,
wenn lauter Türken und Griechen, die wahrscheinlich die meisten deutsche Staatsbürgerschaft hatten, aber kommt ja immer aus Äußeren an, also wenn die umgebracht werden, dann kann doch in Deutschland, wo es keine Nazis gibt, ich meine, Entschuldigung, habt ihr Geschichte, ja, Entnazifizierung hat stattgefunden, ja. Es gibt nichts zu sehen. Da kann die einzige logische Erklärung natürlich sein, dass das irgendwie die türkische oder die griechische oder irgendeine ausländische Mafia sein muss. Deswegen kann man dann so Hinrichtungen auch Dönermorde nennen. Super. Super, Dönermorde, Schleckerfrauen. Das ist doch alles super. Nö, und dann rufen da irgendwelche Ermittlungsbehörden, zum Beispiel bei dem Hersteller der Munition an. Für diese Waffe, gibt nur einen Hersteller für diese Waffe, die diese, mir fällt kein ordentliches Wort ein, um das richtig zu beschreiben, wie scheiße ich das genau finde, aber rufen die da an beim Hersteller von der Munition und dann sagen die, gib doch mal bitte die Liste von allen Leuten, die bei euch gekauft haben, die Türken sind. Ah, oh ja, gut, ne. Ist ja klar, irgendwie, weiß ich nicht, in jedem Tatort lassen die sich sämtliche 30.000 Kontoauszüge und sonst irgendwas geben. Aber wir müssen ja kosteneffizient arbeiten. Und ich verstehe es jetzt wirklich nicht, warum man jetzt da mehr Kontrolle braucht bei den Diensten und bei den Sicherheitsbehörden. Und ich bin froh, dass wir mit der CSU und der CDU da zwei Parteien haben, die das auch so finden. Die auch keine Kontrolle wollen und die dann zum Beispiel zum Zirkel dann auch sofort vollstes Vertrauen haben. Ich weiß ja nicht, welche CDU-Politiker auf irgendwelchen BKA-Listen stehen. Aber, nein, jetzt Leute, hört doch mal zu, ist doch alles super. Alles tutti. So. Und. Gut, also keine parlamentarische Kontrolle der Dienste, sind wir uns einig, ist super, mehr Unabhängigkeit wagen und so, alles gut. Und nochmal ein Wort zur Bundestagswahl, die fand ich halt ganz schön, weil die hat dazu geführt, dass zwei Parteien 80% der Stimmen im Bundestag auf sich vereinigen. Man hat es den Grünen vorher besorgt mit dieser Kinderporno-Debatte, weil irgendjemand vor 30 Jahren mal unter irgendeinen Scheiß irgendwie seine Unterschrift gemacht hat. Ich freue mich schon darauf, wenn wir in 30 Jahren mit unserem Wiki konfrontiert werden. Nein, aber sorry, aber das wissen wir doch. Wir haben doch alle ein gefestigtes, konservatives Weltbild. Es verändert sich auch nichts. Und wenn jemand vor 30 Jahren irgendeinen Scheiß gebaut hat, dann macht er genau dieselbe Sache nach 30 Jahren nochmal. Und findet das auch so, weil es gibt keine Entwicklung, kennen wir alle, Ende der Geschichte und so weiter und so fort. Und jetzt im Bundestag 80% Regierungsmehrheit, das ist doch toll. Das ist doch echt toll. Da können die mal so richtig durchregieren. Das ist doch geil. Und ich finde auch gut, wie sie die Probleme anpacken. Also ich meine, Hebammen, der Beruf, der stirbt bald aus. Weil die Haftpflichtversicherungen um 9.000% gestiegen sind, kann sich jetzt also keine Hebamme mehr leisten. Aber das ist ja eh Quatsch, was sie gemacht haben. Wenn die Leute bei der Geburt helfen, dann haben wir doch früher auch ohnehin gekriegt. Weil ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, also das mit den Hebammen muss jetzt vielleicht nicht so geregelt werden, das ist nicht so drängend, weil wir sterben ja eh mehr, als dass wir uns vermehren und so und also. Aber das mit den Diäten, das war gut. Weil ich habe nichts dagegen, dass Politikerinnen und Politiker gut bezahlt werden, aber dann sollten sie dafür doch mal bitte performen. Und das ist dann schwierig, wenn man sich so die Diäten um 3 Arbeitslosengeld 2 Sätze erhöht. So rein von der Argumentation her. Ist halt blöd, ne? Aber auf der anderen Seite motiviert das natürlich auch unsere Leistungsträger, in den anderen Parteien eine noch bessere Arbeit zu machen, als ich sie vorhin beschrieben habe. Das lässt sich ja sehen. Ist ja gut. Gibt ja keine Probleme. Was ich wunderbar fand nach der Bundestagswahl, war dann eben dieses, dass dann auf einmal aufgefallen ist, scheiße, wäre eine stärkere Opposition im Bundestag vielleicht nicht doch ganz gut als jetzt 80% so.
Scheiße, ja, nee, haben wir nicht mehr. Fanden die AfD ja ganz lustig, ne? Die hat ja nur 4,7%. Ah, da haben sich die Medien so geärgert. Die haben während des Wahlkampfs die ganzen Schränke voll gemacht. So Sachen, wo sie ja die Schublade aufmachen können, in dem Moment, wo die ihr Mandat haben, die ganzen AfDler. Jetzt können die das Material gar nicht benutzen, müssen bis zur Europawahl warten. Das ist doch scheiße. Nö, also alles super, Opposition machen wir eh nicht, die nerven nur und 80% Mehrheit ist auch gut. Manchmal frage ich mich ein bisschen so, ob das vielleicht so ein Geheimplan der DDR war. Ob die gesagt haben, pass mal auf, wir machen das, also wirtschaftlich kriegen wir den Westen einfach nicht mehr. Dafür sind wir zu entspannt. Ja? Also lösen wir uns auf. Tun so, als würden wir so da so beitreten oder uns so schlucken lassen und dann infiltrieren wir die so von innen. Ja, 80% Mehrheit ist gut. Wir sind das Problem mit unserem Tugendterror. Und wenn dann jemand wie Horst Seehofer beim politischen Aschermittwoch sagt, Europa wird bis auf die letzte Kugel verteidigt, dann ist das gut. Ich wüsste jetzt nicht, was da Leute dran auszusetzen haben. Das ist so ein positives Signal, was man so an den Rest der Welt aussendet, oder? Klingt doch nett. So ein Deutsch, also gerade Deutschland, Deutsche sind ja eh aufgrund ihrer Geschichte, wir sind ja komplett unverdächtig. Und wenn dann ein deutscher Politiker sagt, bis auf die letzte Kugel, das war super. Kenn ich aus diesem Film Bruno Ganz, Der Untergang. Wo der sich so aufregt und dann sagt, ey, ja, jag ich mir eine Gurke durch den Kopf. So. Das ist jetzt natürlich später, wenn man sich das nochmal auf Video anguckt, interessant, ob das jetzt ein Hitler-Vergleich war. Aber mir ging es ja erstens um Bruno Ganz und wenn sich Horst Seehofer angesprochen fühlt, kann ich dafür nichts. Wobei, als Berliner muss ich natürlich offen zugeben, dass ich diese bayerischen Gepflogenheiten hier nicht ganz so verstehe. Ich habe ja so den Eindruck, dass in Bayern alles links ist, was nicht die CSU ist. Und das ist deswegen wichtig, damit die CSU die NPD noch rechts überholen kann. Aber ich könnte mich auch irgendwie täuschen. Nee, und dann Jetzt haben wir alle keine Probleme. Ja? Jetzt haben wir so tolle Politiker, ne? Armutseinwanderung, die Ausländer klauen uns die Arbeitsplätze und der ganze Scheiß, ja? Wahrheit, Entschuldigung. Und dann auf einmal kommt so eine Partei wie die AfD und sagt so, ja, raus aus dem Euro, das ist doch scheiße, ja. Wir lösen die EU im Europaparlament auf, mit 8 Abgeordneten, ohne Antragsrecht, im EU-Parlament. Yeah. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich das so durchdacht haben. Ich glaube, es ist ein Mentalitätsproblem. Der Bernd Lucke ist Professor. Und als Professor ist er es gewohnt, keine Widerworte zu bekommen, selbst wenn er falsch liegt. Das ist ja das Praktische. Man ist verbeamtet und man gibt, die ganzen Studenten sind von einem abhängig, weil man den Noten gibt. Und dann sagt so ein Nassforscher-Student, Herr Lucke, ich glaube, die Formel ist da falsch. Nein! So redet der natürlich nicht, das war jetzt ein Symbolbild. Aber so stell ich ihn mir vor. Und dann sagt er halt nein, so. Und dann sagt er, jetzt gehen wir rein in die EU, jetzt lösen wir Europa von innen auf. Und dann sagt irgendwie so jemand, du Bernd, das geht nicht. Nein! Also ich fände es wäre konsequent, wenn die AfDler, die möglicherweise ins Europaparlament kommen, ihre Mandate nicht annehmen. Denn das führt dazu, dass wir uns Geld sparen in Brüssel. Ja? Wer bezahlt denn da rein? Das sind doch wir. Ja, unsere Steuergelder. Die sitzen da den ganzen Tag nur rum. Das finde ich ganz bemerkenswert. Die können beschließen, welche Wattzahl die Glühbirnen in unseren Wohnungen haben. Die können beschließen, wie viel Watt an der Düse der Staubsauger hat. Aber wenn es irgendwie darum geht, uns vor Überwachung zu schützen, dann wird es irgendwie zu kompliziert.
Nee. Also sie können schon in unsere Wohnung rein, aber da wollen sie dann auch anscheinend bleiben. Also gut, also ich gehe dann einfach mal davon aus, dass das vielleicht auch so ein, weiß ich nicht, anarchistisches Studentenprojekt ist da bei der AfD und die legen dann alle ihre Mandate nieder. Und wenn nicht, haben wir Popcorn, das kennen wir. Dann kann die ganze Recherche aus dem Bundestagswahlkampf wird dann Reste verwertet und dann wird es, wie gesagt, lustig. Und ich weiß auch gar nicht, was die insgesamt wollen. Vielleicht wollen die auch Europa spalten. Europa spalten ist eigentlich ganz gut, weil auf europäischem Festland, jetzt so Frankreich, Deutschland, da gab es auch schon lange keinen Krieg mehr. Ne? Also ist auch eine Erfahrung. Ich meine, mein Großvater ist irgendwie Jahrgang 26. Der wurde mit 16 gezogen. Wurde dann da irgendwie verheizt als Hitlerjunge. Hatte halt irgendwie Glück. Also ich glaube, die meisten von diesem Unterfangen sind irgendwie gestorben. Und der wacht heute noch schweißgebadet auf. Das ist doch super. Wenn ein 16-Jähriger heute Krieg will, dann muss er sich eine Xbox kaufen. Das ist doch Quatsch. Kriegen wir doch einfach hin. Mir wird der ganz anders. Aber ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles super. Ist doch Europa, ist doch scheiße. Sieht man ja auch jetzt gerade bei der Ukraine. Da war ich wirklich ein bisschen irritiert. Also Ukraine soll Soforthilfe kriegen für sein Ding. Für seine finanziellen Probleme und die Griechen sind die Pleite-Griechen. Ah, die wollen nicht arbeiten. Die sind doof. Die kriegen nicht unser Geld. Und dann wundert man sich, dass so eine Partei wie die AfD irgendwie bei 6% ist oder so. Nö, also, ist alles super. Ja. Gibt eigentlich nichts zu tun, können wir uns auflösen. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, dass wir hier das Problem sind. Danke. So, ich darf mich ganz herzlich beim Christopher nochmal bedanken für den Beitrag und wir machen zügig weiter und kommen zum nächsten Vortrag. Das ist die Niki Britz, unsere Landesvorsitzende. Und Niki, da möchte ich Folgendes sagen. Wir haben ja nur Ottergate oder Bombergate, aber die CSU hat Landratsgate in Miesbach, Promotionsgate, Stromtrassengate und ich weiß nicht was noch alles. Das ist bei uns Peanuts. Viel Spaß bei Ihrem Beitrag. So, hallo. Das Lustige ist, in exakt dieser Halle habe ich vor ein paar Jahren noch die Nächte durchgefeiert, um 8 Uhr in der Früh besoffen rauszufallen. Jetzt stehe ich hier, halte eine politische Rede, ich bin echt tief gesunken. Ja, so, hallo. Bevor ich anfange, ein kleiner Warnhinweis, diese Rede könnte politische Gefühle verletzen. Ja, es geht um Scheinheiligkeit, das ist ein Thema, was man hier in Bayern sehr gut kennt. Womit fange ich an? Bisschen Frühsport. Also kurz vor diesem ulkigen Sportfest in Sotschi fand man doch tatsächlich heraus, dass in der russischen Demokratur Menschen ausgebeutet werden. Und das auch noch beim Bau der hochheiligen Sportstätten, die ja nichts als Frieden bringen, wie man jetzt beim Thema Krim und Ukraine so super sehen kann. Und bei diesem gloriosen Fest sollen unerwartet Menschen ausgebeutet worden sein. Unfassbar! Dabei waren diese Spiele doch die teuersten Spiele aller Zeiten. Wo ist eigentlich die ganze Kohle hin? Auf diese völlig überraschende Enthüllung folgte die schon reflexhafte Empörung der üblichen Verdächtigen. Grundgütige Ausbeutung in Russland, im Land der lupenreinen Demokraten und das auch noch unter Führung des herzensguten Onkel Wladimir. Schon erstaunlich, dass die deutsche Politprominenz scheinbar ausgerechnet von Putin was anderes erwartet hätte. Lesen die keine Zeitung?
damit konnte man wirklich nicht rechnen in einem Land, wo Straflager und Schauprozesse Normalität sind. Oder wegen der jüngsten Kriegstreiberei. Oder wegen der homophoben Gesetze, die dann auch hierzulande für Aufregung sorgten. Sogar bei denen, die sich bei der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften schwer tun. Der ein oder andere würde sich ja insgeheim ähnliche Gesetze auch hier wünschen. Ich denke da nur an diese Initiative besorgter Eltern in Baden-Württemberg. Die nächste Initiative fordert dann sicher, dass in Schulbüchern steht, dass die Erde eine Scheibe sei. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Wintersport, Russland, Schnee, Snow, lots of snow, denn ja, schlimme Überleitungen, die kann ich. Schon bizarr, dass just der ehemalige Ex-KGB-Agent Putin, nein, erwähnte Ex-KGB-Agent Putin, dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Unterschlupf gewährt, während man sich in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Speziellen außerstande sah, den USA ans Bein zu pissen. Über die Motive auf beiden Seiten kann ich da nur spekulieren, ja. Der ehemalige I.M. Friedrich, das ist der, der sich jetzt die Regierungsradieschen von unten anschaut. Er ließ nicht die USA bei sich antanzen, sondern reiste höchst selbst über den Atlantik. Dort wurde ihm dann die Geschichte vom toten Hund erzählt. Naja, eigentlich war ja mehr so der Friedrich der Hund. Ein Wunder, dass er dem Obama nicht vor Freude auf den Teppich gepieselt hat. Wo doch die USA diese ganzen tollen Überwachungsmaßnahmen hat, die er selber so gerne haben will. Gewollt haben hätte. Ach, egal. Ja, wahrscheinlich haben Überwachungskameras für manche Menschen so ihre ganz eigene Erotik. Ich denke da zum Beispiel an den britischen Geheimdienst, Webcam-Überwachung und Amateurproduzent in einem. Im politischen Establishment quälte man sich hierzulande mit allenfalls müden Beschwichtigungsversuchen um Schadensbegrenzung. Wird denen eigentlich schlecht, wenn sie mal in den Spiegel schauen? Ich meine, wenigstens manchmal. Ich bin mit meiner Regierung so glücklich. Kann ich bitte einen Eimer haben? Ja. Also in Sachen NSA waren die Altparteien empört, aber andererseits auch merkwürdig leise. Und den Bürger juckt's nicht. Millionen Zuschauer bei dem Dschungelquatsch, aber dass irgendwelche dahergelaufenen Geheimdienste Dinge von ihnen wissen, egal, solang's der Nachbar nicht weiß. Also das mit dem Toupet, nee, das stimmt nicht, ne? Und die Haare, die sind nicht gefärbt, ne? Und das Auto ist bezahlt, der Mann geht nicht fremd, bei uns ist alles in Ordnung, alles in Ordnung, wir haben ja nichts zu verbergen. Jetzt mal ehrlich, behördliche Abtastungen des Intimbereichs, beispielsweise auf Flughäfen, würden zu Recht einen Sturm der Entrüstung auslösen, aber im Online-Intimbereich interessiert es keine Sau. Dann aber doch, Big News, Merkel wurde abgehört, lieber Himmel, doch nicht die Kanzlerin. Das ist etwas ganz anderes. Wer die Kanzlerin abhört, hört uns alle ab. Okay. Ja. Der Innenminister war dann auch fällig. Konsequenterweise müsste der das ja richtig gut finden. Aber hey, wen interessiert schon Konsequenz, wenn es die Wanze im eigenen Telefon ist? Und so ein Innenminister ist ja schließlich keiner von diesen 80 Millionen Möchtegern-Terroristen, verlogener Sauhaufen. Die Härte, mit der die Regierungen gegen Whistleblower vorgehen, erinnert mich bisweilen an die Art, wie die Kriminelle lästige Zeugen beseitigen. Apropos Abhören, habt ihr es auch gehört? Meister Söder und seine Online-Wahlen, präsentiert von den Erfindern von Bestandsdatenauskunft und Bayern-Trojaner. Da darf man sich als an Bürgerrechten interessierter Mitmensch schon mal in die Unterhose gefasst fühlen. Das Abstimmungsverhalten bei Wahlen ist ja quasi ein letztes Reservat, wo der Staat bislang nicht reingucken darf. Das geht natürlich nicht, dass irgendeiner Geheimnisse hat. Vor Gott nicht und erst recht nicht vor der Staatsregierung. Wusstet ihr eigentlich, warum Karneval und Fasching in Bayern praktisch nicht vorkommt? Hier sitzen die Narren seit Jahrzehnten an der Regierung.
von der Staatsregierung zur Stadtregierung. Und München ist ja wie viele andere Großstädte auch ein attraktives Pflaster für Investoren. Gehört ihr inzwischen auch zu den Leuten, die beim Wort Investoren Pickel bekommen? Investoren haben ja vor allem Rechte, aber nur wenig Pflichten. Zumindest in der Vorstellung jener, die ständig fürchten, diese herrlichen Geldgeber könnten verschreckt werden. Aufkaufen, versilbern und nach mir die Sintflut. Ja, einige Investoren investieren ja gerne in Politiker. Das ist sicher der Hauptgrund, warum Deutschland die Sache mit der Abgeordnetenbestechung immer noch nicht vernünftig geregelt hat. Und wenn die Normalverdiener unter der Brücke wohnen, kleine Kollateralschäden. Hauptsache Investitionen, Hauptsache Einweihungsfeier, Champagner für alle. Für alle Investoren natürlich. Und das politische Establishment, dass es sich auf dem Champagnerempfang mal richtig das Licht ausknipsen darf. Was für gute Menschen das sind, unsere Volksvertreter. Ist Volksvertreter eigentlich sowas Ähnliches wie ein Pharmavertreter? Ach ja, die Segnungen der Pharmaindustrie rufen ja bisweilen diejenigen auf den Plan, bei denen die Segnungen zum Kerngeschäft gehören. Das merkt man derzeit bei der Debatte um die Pille danach. Die Union und andere konservative Kräfte, die ja so gerne christliche Tugenden bemühen, bespielen ja gerne das Bild der skrupellosen und vor allen Dingen dauergeilen Frau. Da ist wohl die eigene schmutzige Fantasie der Vater des Gedankens. Also jene ruchlose Nymphomanin pfeift sich einfach ein paar Hormonsmarties rein, statt sich brav als Instrument zu begreifen und Nachschub für die Kirchenbank zu produzieren. Könnten Männer schwanger werden, wäre die Pille Pflicht und Abtreibung ein Menschenrecht. Da das aber nicht so ist, bimmelt im Hintergrund stets ein moralinsaures Glöckchen, denn es geht ja schließlich um die Sexualität der anderen. Nicht mal die Bundesärztekammer will in den Chor der Bedenkenträger mit einstimmen und das, obwohl der notwendige Arztbesuch eine kostenpflichtige Leistung ist. Prächtig. Politiker, die es besser wissen wollen und gegen die Ärztekammer mit pseudomedizinischen Argumenten daherkommen. Moralapostel als Wegbereiter der Scheinheiligkeit. Die ist auch noch in anderen Darreichungsformen erhältlich. In Kürze ist hier in Bayern Kommunalwahl. Wir Piraten fühlten uns beim Sammeln der Unterstützerunterschriften bisweilen an burgundische Verhältnisse erinnert. In vielen Gemeinden konnten die Unterschriften an ungeraden Tagen, die kein M oder D im Namen hatten, zwischen 11.30 Uhr und 10.15 Uhr im dritten Hinterzimmer im fünften Obergeschoss direkt neben der Putzkammer problemlos abgegeben werden. Sofern man ein gültiges Wartemärkchen hatte. Das jedoch musste man sich im Rathaus der Nachbarschaft jeden Mittwoch um Mitternacht bei einer Voodoo-Priesterin abholen. Ja, das muss man den Etablierten und den Gemeinden wirklich lassen. Wenn es um die Verhinderung politischer Veränderung geht, werden richtig kreative Kräfte entfesselt, damit der Filzgemeiter gemütlich vor sich hin filzen kann. Apropos Filz. Die CSU wettert ja im Münchner Wahlkampf gegen den SPD-Filz. Ausgerechnet die Amigos, die nach der Arbeit am liebsten noch auf ein Bier in die Vetternwirtschaft gehen. Aber die SPD in München ist ja schon ein sehr spezieller Fall. Die haben zum Beispiel super tolle Ideen, was sie endlich machen wollen mit gegen die Mietpreisexplosion, wenn sie endlich an der Stadtregierung sind. Du SPD, ich sag's ja nur ungern. Aber du, ja genau du, hast schon fast 20 Jahre die Mehrheit im Rathaus. Naja, wenn man noch nicht mal das mitbekommen hat, ist einem sicher noch mehr nicht aufgefallen. Etwa, dass immer mehr Stadtviertel luxussaniert werden. Ich habe da so eine düstere Vision, dass diese Stadt irgendwann mal ein einziges Reichenghetto sein wird, weil die Durchschnittsverdiener sich ein Leben in München nicht mehr leisten können. Die Stadt fördert ja durchaus den Wohnungsneubau und verscherbelt städtischen Grund an. Wir ahnen es, Investoren, die dann Premium Living Immobilien erschaffen, wo die ganze Wohnung mit Marmorbädern ausgelegt ist. Ich finde es ja immer wieder putzig, wenn die Regierungsparteien sich im Wahlkampf aufführen, als seien sie nicht an der Regierung und irgendwelche Dinge fordern. Die hätten sie natürlich schon längst umsetzen können.
anstatt es nur im Wahlkampf anzukündigen, es fordern zu wollen. Das wirft kein gutes Licht auf ihre Praxistauglichkeit. Dieses Licht strahlt so hell, man sieht die Hand vor Augen nicht. An exakt dieser Stelle sollten wir dann ein Wort über den Hostel verlieren. Er ist schon ein Hund, oder? Er ist heimlich, still und leise mit Vertretern der Energiewirtschaft eine Stromtrasse genehmigen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, jedenfalls vom bayerischen Standpunkt aus, und allen Beteiligten Zusagen machen, die eingehalten werden müssen. Und dann, kurz vor der Kommunalwahl, da kommt er dann, der Horst, und spricht, ja, ob wir die Trasse unter den gegebenen Bedingungen noch brauchen, das müssen wir erst mal sehen. Das Volk jubelt, das Volk wählt CSU, die Stromtrasse kommt. Wie das Amen in der Kirche. Das ist Bayern zusammen. Jetzt mal eine technische Frage. Diese ganze Energie, die der Horst da bei seinen Meinungswänden freisetzt, die müsste man doch zur Stromerzeugung nutzen können. Wir Bayern bewältigen die Energiewende allein mit der Rotationsgeschwindigkeit unseres Ministerpräsidenten. Erneuerbare Meinungen, der Exportschlager aus Bayern, der Hochtechnologiestandort ist gesichert. Da werden sogar die Italiener neidisch, obwohl die 63. Regierung seit Kriegsende haben, stand gestern Abend. Mehr italienisches Lebensgefühl gibt es in Deutschland jetzt auch, und das mitten im Winter. Und das verdanken wir der großen Koalition. Vielleicht etabliert sich die Regierungskrise auch hier als neuer Standard. Gibt es da schon eine deutsche Industrienorm? Ja. Ach, der bereits erwähnte Friedrich war ja dann auch der Erste, der vom Krokodil gefressen wurde. Mahlzeit. Erst in Sachen NSA und NSU rumstümpern und dann als Agrarminister über das eigene lose Mundwerk stolpern. Mal ehrlich, nicht nur die CSU war erleichtert, dass sie ihn auf diese Weise nach hinten durchreichen konnte. Nicht nur die SPD, nein, wir alle. So, und bevor ich jetzt mit meinem losen Mundwerk noch über irgendetwas stolpere, trinke ich jetzt mein Bier aus und überlasse euch eurem Schicksal. Letztes Jahr war es leichter. Nein, das sage ich nicht, Niki. So, wir kommen zum nächsten Beitrag und da darf ich euch einen Weltpiraten vorstellen. Er kommt aus unserem geliebten Nachbarland Hessen. Er ist in Offenbach Gemeinderat. Er ist Initiator gewesen eines Bürgerbegehrens, wenn ich das richtig weiß, gegen die Privatisierung des städtischen Klinikums dort. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, er hat, damit seine Kinder zur Schule gehen, auch schlichtweg noch mitgeholfen, eine Schule zu gründen. Das schaffen nur Piraten. Herzlich willkommen, Gregory Engels. Wer hat es vergessen? Ja, die Schule haben auch andere mitgegründet, das ist immer so, ne? War nicht nur ich. Vielen Dank, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung. Ich muss das höher stellen. Danke. Ja, wie gesagt, also ich komme zwar aus Hessen und wir haben auch Karneval, aber am Aschermittwoch ist bei uns normalerweise alles vorbei. Ja? Und Leute arbeiten und politische Aschermittwoch kennen wir höchstens aus den Nachrichten. Und ich habe mich im Vorfeld, als ich hergekommen bin, eingeladen wurde, habe ich mich auf diesem Internet dann schlau gemacht, wie machen das so die anderen, und habe so viele lustige YouTube-Videos gesehen, dreschen die Politiker aufeinander los mit so Sprüchen wie, der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Dobrindt ist es andersrum. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich distanziere mich davon ganz deutlich. Nachdem ich es gesagt habe.
Stattdessen wollte ich lieber den Blick auf das Positive richten, ne, und euch berichten, was ich als Weltpirat so alles auf meinen Reisen und auch so Nachrichten so aufgeschnappt habe. Und wie gesagt, hier erstmal natürlich mit München anfangen und dann gehen wir dann weiter in die ganze Welt rum. München, also welche Nachrichten habe ich aus München gehört? Ne, so letzte Woche jetzt gerade, die Nalinger Sabine, die Münchner OB-Kandidatin von den Grünen, hat sich letzte Woche aus dem Fenster gelehnt und mal wieder gezeigt, dass die Grünen bei der modernen Technik immer weit vorne, vor allen anderen sind. Da hat sie nämlich gesagt, dass die Linux-Migration der Stadt München, der Stadtverwaltung, zu Lasten der städtischen Angestellten geht. Ganz verzweifelt sollen die armen Beamten im Rathaus sein, wegen der Umstellung. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, dass die Grünen natürlich wie vor 11 Jahren noch auf Windows XP sind. Denn anders kann man das nicht erklären, diesen Wissensvorsprung. Die Nalinger hat noch nie Verzweiflung gesehen derjenigen, die auf Windows 8 umgestellt worden sind. Und warum sollte man überhaupt Augen dafür haben, dass mit freier Software in der Stadt alle Projektziele erreicht und teilweise übertroffen wurden? Und jetzt, am Freitag stand auch Nachrichten, jetzt steht der nächste Umstieg auf Collab bei der E-Mail, also freies E-Mail-Programm. Ein begrüßenswertes Ziel, aber damit es nicht wieder 11 Jahre braucht, wird demnächst eine Piratenfraktion im Rathaus einziehen, um von Ihnen zu helfen. So. Ja, ich habe eigentlich Applaus erwartet, aber gut, das kann man nicht zwingen, offensichtlich. Okay, ich bin nervös, ich mache das zum ersten Mal so hier. Prost. Ah, das hilft. Also, Krankenhaus mit Krankenhäusern kennen wir ja aus. Wir haben bei uns einen verkauft für 1 Euro und haben dann noch 370 Millionen weniger in der Stadtkasse gehabt. Hier ist es ja anders. Ne? Hier habe ich gehört, die städtischen Kliniken haben ja ein Problem, wurde ja gerade gesagt. Malade sei der ganze Laden, dringend abnehmen müsse er. Es werde viel zu viel Geld ausgegeben, hat Boston Consulting Group gesagt. Und der Aufsichtsrat hat also beschlossen, am Freitag, es muss gespart werden. Es werden 2000 Mitarbeiter demnächst eingespart. Jede 4. Stelle werde gestrichen. Und diese Rosquote ist auch bitter notwendig. Das Geld wächst schließlich nicht auf den Bäumen und jeder Euro kann doch nur einmal ausgegeben werden. Und da muss es eben Prioritäten setzen. Denn ganz folgerichtig hat der Aufsichtsrat auch in der gleichen Sitzung beschlossen, dass es noch 2 zusätzliche Geschäftsführer geben muss. Sie lassen sich hier nicht mit Luft und Liebe bezahlen und Verantwortung soll auf mehrere Schulden verteilt werden, damit man vermutlich eine Gesundheit mit beschränkter Haftung hat. Und dass die Kliniken nun so diesen Abnehmkurne. Moment. Also, dass die Kliniken zu dieser Abnehmkur verdonnert wurden. Liegt übrigens daran, dass die Gesundheitsreform das Geld nur bei den Krankenhäusern stecken bleibt und nicht mehr bei den Krankenhäusern ankommt. Da ist nur noch das Geld für den Betrieb da, nicht für die Investitionen. Woher das Geld dafür kommen soll, bleibt das Geheimnis der Regierung. Die will schließlich auch nicht sagen lassen, die sich nicht lumpen lassen, hier nichts für den Datenschutz getan zu haben. Die Krankenhäuser können also dafür nun, die Krankenkassen können nun dafür die Beiträge senken. Und unsere Regierung ist mal wieder stolz, die Bürger entlastet zu haben. Ich vermute, der Hermann Gröhe kann auch stolz darauf sein, die Bürger Münchens demnächst von der Last befreit zu haben, 2000 Klinikmitarbeiter Gehälter zahlen zu müssen. Klaus, nein? Ich möchte jetzt nicht nur negativ über die Bayern reden, also das geht nicht. Ich möchte auch ein paar Lobes- und Trostworte verlieren. Prost. Das kommt noch, aber gut. Ah, muss mir einteilen. Die Rede ist noch lang. Also ich habe gehört, dass der arme Kragel Jakob aus gesundheitlichen Gründen sein Landratsmandat nicht antreten kann, sollte er wiedergewählt werden. Gute Besserung. Und dabei haben alle, wirklich alle versucht, ihm das Leben so angenehm und leicht zu machen wie möglich. Seine Frau hat für ihn in den Bayerischen Landtag für nur 1.500 Euro im Monat ausgeholfen. Die Kreissparkasse hat sich nicht lumpen lassen, für seine Geburtstagsfeier 100.000 Euro springen zu lassen. Und fast 50.000 Euro für seine Abschiedsfahrt als Landkreistagspräsident.
Und dann hat diese schäbige Preis und Presse ihm keine Ruhe gelassen. Und jetzt hatte das mit seinem Gesundheitszustand zu bezahlen. Ne? Sogar seinen Doktortitel haben sie ihm abgenommen. Dabei hat er sich doch als Landrat geradezu vorbildlich verhalten. Alle anderen lokalen Fürsten im Bayern tun ja schließlich das Gleiche. Ich wünsche dem Kreidel Jakob jedenfalls eine gute Besserung und wette mit euch, dass er bei der Kommunalwahl trotzdem gewinnen wird, selbst wenn er nicht auf dem Wahlzettel stehen würde. Ich bin so froh, also wirklich so froh, dass ihr hier in Bayern mit der Demokratie so gut bestellt seid wie sonst auf der ganzen Welt nicht. In Bayern können sich die Politiker noch richtige Fails leisten. Und da kam es jetzt zum Beispiel raus, dass 79 Mitglieder des Landtages Verwandte beschäftigt haben und keiner musste gehen. Man hat natürlich Konsequenzen gezogen. Ja? Jetzt müssen alle Bewerber im Landtag einen bis in den vierten Grad reichenden Abstammungsnachweis einreichen. Aber die Wähler wählen immer noch streng nach dem Parteiprogramm der CSU, komme was wolle. Und an dieser Stelle möchte ich mit einem Missverständnis aufklären. Also als der Fidel Castro sich bei der CSU für die Geburtstagsgrüße bedankt hatte, das kann man verzeihen. In seinem Alter kann man eine Einheitspartei auch mal verwechseln. So, jetzt wollte ich eigentlich auf meine Reise zum Bund überleiten und habe hart versucht, mir jetzt mal einen Witz über die Mutti auszudenken. Aber da war leider nichts möglich. Sie hat einfach keinerlei Meinung, für die man sie kritisieren könnte. Versprochen hat sie auch niemandem was sie brechen konnte. Ja gut, dass es keine PKW-Maut geben wird. Ja, aber das hat uns ja der Pfarrer Fahler alle aufgeklärt, dass man das Zusammenhang zu verstehen hat. Also sie, so wie mit, da muss man es lesen, so mit mir wird es keine PKW-Maut geben bis zur Wahl. Mindestens. Und da möchte ich Ihren Partner in der GroKo, also der größten anzunehmenden Koalition, den Seehofer-Horst loben. Der hat wenigstens eine Meinung, die er jeden Tag ändert. Aber das tut er ganz beratig, vollkommen transparent. Ne? Steht dazu. Überhaupt merkt man, dass die Piraten in Deutschland wirken. Heute haben wir so viel Transparenz in Deutschland wie noch nie. Ja, erstaunt, aber ich sage mal ein Beispiel. Ja, die Behörden versuchen, eigentlich alle Informationen transparent an die Bürger heranzubringen. Leider haben sie keine, der einen Wiki aufsetzen kann. Und deswegen musste der Zirkeljörg jetzt selber zum Telefon greifen und den Fritsche Klaus Dieter im Ministerium anrufen, damit dieser es dem Friedrich Hans-Peter weitersage. Und der Hans-Peter rief dann sofort den Gabriel Siege weiter, schließlich ist man ja für die Transparenz. Der Siege sagt es dann dem Steinmeier und dem Oppermann und er sagt es der Lambert Grissi. Die hat allerdings wieder gleich alles vergessen und konnte vor der Presse sich an nichts mehr erinnern. Ja, dem Dati Sepp hat man nichts mehr gesagt, der wusste ja sowieso alle schon als Erster. Hatte ja als Vorsitzender des Innenausschusses einen guten Draht zum BKA. Ach ja, liebes BKA, als Pro-Tipp. Nächstes Mal, wenn ihr was gegen Koalitionspolitiker habt, reicht es einfach auf Twitter zu sagen. Nur lasst es nicht den Siege machen, der hat seit dem Wahltag keinen einzigen Tweet mehr abgesetzt. Der telefoniert lieber. Kommen wir also zu den Nachrichten aus Europa. Ja. Gab es da überhaupt welche? Anscheinend nicht wirklich. Was gibt es denn schon zu berichten über ein Parlament, in dem Entscheidungen für 500 Millionen Menschen getroffen werden? Nee, also es gab nicht. Es gibt in Brüssel zwar 12.000 Lobbyisten, aber anscheinend nur 5 Reporter. Und das aus allen 28 Ländern zusammen. Ja gut, die CDU und die SPD sind in der Europapolitik ja auch nicht auszuscheiden und komplett austauschbar. Die einzigste interessante Frage scheint es zu sein, ob der Schulz-Martin oder der Juncker Jean-Claude als nächstes den Kommissionspräsidenten vorgeschlagen werden. Also für die Sozialisten
vorgeschlagen ist er der Schulze Martin, ne? Der Martin Schulz. Er will, dass Europa wieder mehr Deutsch geredet wird. Das ist so das einzige Statement von dem, was man kennt jetzt. Und überhaupt ist er bekannt dafür, für sein diplomatisches Geschick. Stets ist er bemüht, die richtigen Worte zu finden. Berlusconi hat ihn mal 2003 sogar für eine Filmrolle als Gestapo-Lagerkommandant vorgeschlagen. Und in Israel hat er mit seiner kurzen Rede neulich auch viele Freunde gemacht. Und der Jean-Claude, der Juncker als Kommissionspräsident, ist mir viel sympathischer. Der hatte neulich eine vorgezogene Neuwahl wegen einer Korruptionsaffäre in Luxemburg. Und er hat bei der Neuwahl hat angekündigt, dass, falls er die Wahlen verlieren sollte, nicht nach Europa gehen wird, sondern als einfacher Abgeordneter in Luxemburg bleiben wird. Zum Glück für den Luxemburger hat er die Parlamentswahlen gewonnen. Und kann nun als EU-Kommissionspräsident arbeiten, ohne sein Wort zu brechen. Und er ist auch sympathisch, er ist ein Freund direkter Worte. So kam das jetzt in den Protokollen über diese Affäre raus, dass er so einem Geheimdienstchef gesagt hat, ich zitiere: "Ich schicke wo, wenn und wann ich will. Hast du mich verstanden?" Okay. Und neulich hat dieser Mann, in dessen Adern Sekt statt Blut fließt, den man ohne Sekt noch nie gesehen hat, er hat öffentlich erklärt, er habe gar kein Alkoholproblem. Der Harald Juncker würde ihm beipflichten, der kannte sie da aus, er hatte auch nie eins. Und dann Prost. Ach ja, die Kommission. Ich bin ja so stolz auf unseren deutschen EU-Kommissarin, den Oettinger Güni. Der hatte sich bei der Abstimmung in der Kommission über die Zulassung von Genmais ganz mutig eine Stimme enthalten. Er ist nämlich dagegen, dass Genmais in deutschen Feldern eingeführt wird, wie auch über 80% der Deutschen und die SPD und die CDU und die CSU und der Horst und die Angie. Aber weil die Länder im Bundesrat wohl keine einheitliche Meinung dazu hatten, musste er sich entschieden enthalten. Und weil es diese Enthaltung gab, bekommen wir jetzt diesen Kunstcocktail. Ja, so funktioniert in deutscher Politik. Weiß es jemand eigentlich, welches Land nun gerne den Genmais hätte? Ich nicht. Stand in der Presse nicht. Stand nur nicht einheitliche Meinung. Aber mit der Transparenz geht es doch noch nicht so hundertprozentig weit, sondern nur so weit. Also wird es also dringend Zeit, dass mehr Paraten in den Europaparlament einziehen und da mal der Kommission von innen gehörig einheizen. Ja. Und ich habe nicht mehr so lang. Ne? Wenn es erzählt mir einen Witz auch, ich möchte auch mitladen. Gut, wie gesagt, also wenn ich jetzt noch über internationale Bühne ein paar Worte verlieren darf. Ich möchte hier dem Steinmeier danken. Der Steinmeier ist sowas wie die ballistische Interkontinentalpaffada. 2008 war der Steinmeier nach Georgien geflogen, um dort zu vermitteln und hat dort flugs den Konflikt für beendet erklärt. Danach hat es Russland so gefreut, dass sie anschließend viele, viele laute Feuerwerkskörper abgeschossen haben. Und heute? Heute ist der Frank Walter wieder zur Vermittlung in ein Krisengebiet geflogen, nach Kiew, und hat nach einem Tag den Konflikt beendet. Das hat dann Putin so gefreut, dass er seine Truppen in die Krim zum Urlaub geschickt hat. Der Konflikt war ja beendet. Ja. Und ich hoffe, dass der Frank Walter demnächst auch mal bei einem Koalitionsstreit vermitteln wird. Da sehe ich eigentlich große Zukunft. Ja, dann gehen wir noch weiter, einen Schritt zurück. Noch weiter, Weltall. Letzte Woche hat die NASA bekannt gegeben, dass sich die Zahl der entdeckten Exoplaneten in einer Woche verdoppelt hat. Man geht mittlerweile aus, hochgeschätzt, dass es in der Milchstraße da 1 Milliarde erdähnliche Planeten gibt, auf denen Leben möglich sein wird.
oder ist. Vom Zentrum der Milchstraße aus sind wir auf der Erde alle gar nicht voneinander zu unterscheiden. Es sieht sogar so aus, als ob wir alle in der gleichen Partei wären, in der CSU natürlich hier in Bayern, das ist das größte Unternehmen, nehmen. Wir sprechen alle die gleiche Sprache, nach Martin Schulz Deutsch, und wir trinken alle das gleiche Bier. Und in diesem Sinne müssen wir uns also mal gemeinsam, an die Probleme ranmachen, damit wir rechtzeitig den Einspruch zu Bauleitplanung für die intergalaktische Umgehungsstraße einreichen können, die seit ein paar Jahren auf Alpha Centauri ausliegt. In diesem Sinne, Prost! So, lieber Gregory, herzlichen Dank für den tollen Beitrag. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Hessen auch so trinken können wie die Bayern. Respekt. Ich habe jetzt folgende Ankündigung zu machen. Wir machen jetzt eine halbstündige Pause. Ich möchte mich aber noch ganz herzlich bei Ron bedanken, der wie immer bei uns für das tadellose Streaming zuständig ist. Und ich möchte euch noch folgenden Hinweis geben. Das Essen ist frei. Wir sammeln aber dafür. Deswegen wäre es sehr schön, wenn ihr ein bisschen was in die Spendenbüchse einwerfen könntet. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder und dann geht die Veranstaltung weiter. Das Mikro ist... Jetzt geht's. Liebe Piraten, wir wollen weitermachen und ich darf euch die nächste Rednerin vorstellen. Sie kommt aus der Oberpfalz, ist in Regensburg demnächst unsere erste Bürgermeisterin und ich möchte sie eigentlich begrüßen mit einer Anekdote, Tina. Ich habe sehr lange hier in München in der Studentenstadt gewohnt und hatte einen Mitkommilitonen, der wie ich dem Motorradfahren gefrönt hat. Und nach den Semesterferien kam er zurück und hatte beide Arme gebrochen. Wir haben ihn dann gefragt, sag mal, hast du deine nagelneue Kawasaki in den Graben gelegt? Und darauf hat er relativ trocken geantwortet, nein, Gemeinderatssitzung. Also ich hoffe, du weißt, auf was du dich in Regensburg eingelassen hast. Wir freuen uns auf deinen Beitrag, du hast das Wort. Ja, wie es so ist, funktioniert natürlich die Technik im entscheidenden Moment wieder nicht. Das ist ganz wunderbar. Von daher versuche ich das mal so ein bisschen zu improvisieren und fummel hier so ein bisschen rum derweil. Falls mir jemand helfen kann, der gerade mal nicht sprechen muss, wäre das ganz fantastisch. Nicht, dass ich das alleine nicht könnte, aber wenn jemand die Augen nur hier drauf hätte, also geht's jetzt? Ha? Es könnte sein, dass es jetzt geht. Schauen wir mal. Okay. Also wie ihr wisst, trete ich ja gerade in Regensburg als Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt an. Und anfangs habe ich ja noch gedacht, okay, da sind jetzt ganz viele professionelle Politiker und die machen das alle schon jahrelang und ich bin ganz neu und werde da total abstinken gegen die. Ja, dann habe ich die kennengelernt. Und ich erzähle euch heute mal so ein bisschen über diesen Wahnsinn meiner Kommunalwahl. Weil bei der Kommunalwahl schicken offensichtlich alle Parteien Vertreter hin, die möglichst farbenfroh und möglichst exzentrisch sind und die vielleicht in überregionalen Gremien jetzt nicht so wohlgelitten wären. Gerade in Regensburg feiern die so eine krasse Realsatire ab, das ist einfach unglaublich. Also ich habe euch den Wahnsinn deswegen in Bild und Ton mal mitgebracht. Ich weiß, Aschermittwochsreden sind normalerweise sehr, sehr runtergedampft auf das reine Reden, aber das muss einfach, also das glaubt ihr mir sonst einfach nicht. Deswegen habe ich das mal mitgebracht. So, wir fangen an mit ihm hier. Dieser gute Mann ist nicht der Bewerber der NPD, sondern der CSU. Das ist Christian Schlegel.
der geht in Regensburg, wie gesagt, für die CSU ins Rennen und säuft sich jetzt mit Hilfe seiner großen Kampagne Freibier für alle nicht nur seine Stadt, sondern auch seine Wähler schön. Dazu muss man sagen, das mit dem Alkohol, das ist so eine Sache bei ihm. Der hatte als Jungspund von der Jungen Union so ein bisschen Probleme mit dem Alkohol. Wenn er zu viel davon hatte, konnte er partout seinen rechten Arm nicht unten halten und musste auch ganz dringend die erste Strophe vom Deutschlandlied singen. Das ist keine Verleumdung, das hat er im SZ-Interview 2010 selber zugegeben. Ich meine, das ist der Mann. Also ich weiß ja nicht, was ihr mit Anfang 20 so gemacht habt, ja? Aber als ich mich mit Anfang 20 besoffen habe, wollte ich Jungs knutschen und nicht den Hitlergruß zeigen. Außerdem, der will in meiner Stadt eine U-Bahn bauen. Ganz im Ernst. Ich meine, Regensburg hat 120.000 Einwohner. Der will eine U-Bahn bauen und zwar unter dem Welterbe durch. Da liegt so wenig Römerkram. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man da an einer beliebigen Stelle den Spaten ansetzt, sind die Archäologen gleich erstmal für 20 Jahre beschäftigt. Und es macht auch überhaupt nichts, wenn so ein Patrizierturm einfach mal zusammensackt wie das Stadtarchiv in Köln. Wir haben da Dutzende von. Also auf einen mehr oder weniger kommt es ja nun echt nicht an. Dafür hätte Regensburg endlich ein Millionengrab. Weil, ich meine, als bayerische Kleinstadt, was will man da machen, ja? Für eine Philharmonie fehlt uns die Elbe. Für einen Flughafen haben wir keinen Platz. Und einen Kopfbahnhof haben wir auch nicht, leider. Deswegen stellt sich da schon die Frage, warum nicht eine CSU-Gedächtnis-U-Bahn? Das ist die Wirtschaftskompetenz der CSU. Und weil ihn jetzt natürlich nach dieser U-Bahn-Geschichte einige Leute gefragt haben, ob noch alles ganz okay ist so im Oberstübchen mit der Realitätswahrnehmung, hat er diese Frage ausführlich und ich finde sehr eindeutig in seinem Wahlwerbespot thematisiert. Ich habe euch dieses Wahlvideo jetzt mal mitgebracht. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ja. Hört ihr was? Bitte beachtet die das personale Mittel. Alles in Ordnung? Zukunft braucht Ideen. Ja. Also, und wer das nicht schon eine wunderbare Zurschaustellung von wirklich rausgeworfenen Wahlkampfgeldern, hat sich seine Jugendorganisation noch mal was ganz Besonderes ausgedacht und hat noch einen draufgesetzt. Und zwar, die haben als besonderes Gimmick und als besonderen Schmankerl dieses Wahlkampfgimmick. Das ist eine Dose und in dieser Dose ist, ihr werdet es nie erraten, Prosecco. Prosecco mit Junger Union drauf, also damit man auch gleich weiß, welche Lieder und Parolen der Alkohol diesem brav biederen Kandidaten tatsächlich mal entlockt hat. Ja, also man wird quasi die ganze Zeit drauf gestoßen, jetzt gibt es auch Wirte für Schlegel und so. Also ja, sein Wahlkampfslogan ist ganz klar, drei Helle und eine U-Bahn zum Hier trinken, bitte. So, danach kommt die SPD, der Kandidat, der ist auch ganz lustig, das ist der da, der da links steht, mit seinem roten Knopf, der hat mal bei uns das Internet angeschaltet, zumindest hat er geglaubt, dass er das Internet angeschaltet hat und deswegen grinst er da auch so stolz. Also der ist der nächste heiße Bewerber auf den Posten des Oberbürgermeisters, einer meiner politischen Mitbewerber, der hat keine rechte Vergangenheit, Gott sei Dank, er ist leider auch nicht viel besser. Der lässt nämlich grundsätzlich andere Leute seinen Wahlkampf machen. Wir haben bisher Künstler für Wolbergs, Haustiere für Wolbergs, ohne Scheiß, Kinder für Wolbergs, Migranten für Wolbergs, Arbeitnehmer für Wolbergs und, habe ich heute auf Facebook gesehen, Frauen wählen Wolbergs. Keine Ahnung, also ich nicht. Wahrscheinlich kommt als nächstes noch Donau-Tiefseetaucher für Wolbergs oder Ex-Nazis für Wolbergs. Naja, das ging jetzt zu weit.
Also der alte Oberbürgermeister in Regensburg hat ja 18 Jahre lang so ein bisschen wie ein kleiner Graf regiert. Ja? Das hat so einen kleinen Charme für die SPD, die kennt das ja nur vom Hörensagen. Für den SPD-Kandidaten hier geht es ein bisschen um die Wurst, der hat ja sonst nicht so wirklich was gelernt. Der hat keine Ausbildung, der hat kein Studium, der hat keine berufliche Perspektive. Also bei dem geht es so richtig um was. Deshalb sieht man den grundsätzlich auch nur noch mit gebleckten Zähnen. Und da er von der SPD ist, verspricht er immer gerne allen alles, um dann 6 Jahre lang mit dem Finger auf seinen Koalitionspartner zu zeigen. Wir haben ja in Regensburg seit 6 Jahren trotz eigentlichem Kollegialorgan, also ein Stadtrat soll ja eigentlich überfraktionell Sachpolitik machen, passiert bei uns nicht. Wir haben eine kleine GroKo, wir haben also eine Koalition zwischen CSU und SPD. Und wie das so funktioniert, kann man total prima sehen, nämlich gar nicht. Die CSU macht bei uns grundsätzlich, was sie will, und die SPD steht beleidigt daneben und sagt, ja, hättet uns wählen können, da wäre das jetzt irgendwie anders und so. Das machen die seit 6 Jahren. Also jeder Vierjährige ist da verhandlungsfähiger und diplomatischer. Mit unserer großen Koalition im Kleinen also erleben wir unter anderem die Verdrängung unerwünschten Klientels aus den Innenstadtbereichen, die Verdrängung von Prostitution aus dem Sichtfeld, die Verweigerung eines Nahverkehrssozialtickets für Bedürftige, und die Baumfreunde kriegen bei uns seit 6 Jahren nicht mal einen Termin beim Oberbürgermeister. Ja? Bäume, Schäume, wir sind schließlich BMW-Stadt und nicht Baumstadt. Also mit Bäumen kann man grundsätzlich keinen Blumentopf bei uns gewinnen. So, und er hier hat jetzt auch einen Wahlwerbespot, der ist auch so ein bisschen von ausgesuchter Geschmacklosigkeit, also es gibt kritische Stimmen, die diesem Wahlwerbespot eine gewisse Riefenstahl-Optik zusprechen. Und ich habe neulich das Blog von den Ruhrbaronen gelesen, das ist ein Lokalblog in NRW, und die haben so ein bisschen gefrotzelt, dass dieser Wahlwerbespot so austauschbar ist in seinen Slogans und in seinem Kandidaten, den könnte man einfach den Kopf ausschneiden und in jeder deutschen Kleinstadt spielen und das wäre völlig egal. Das gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht. Wir müssen dafür sorgen, dass es Kindern gut geht in unserer Stadt, dass sie unversehrt bleiben und die besten Bildungschancen bekommen. Ich will, dass es gute Arbeit gibt in dieser Stadt und dass es faire Löhne gibt, von denen man auch leben kann. Sagt er. Wohnen ist ein Grundrecht. Wir müssen dafür sorgen, dass Wohnen bezahlbar ist und dass man nach der Miete von seinem Geld auch noch leben kann. Lasst uns nicht über Luftschlösser reden. Wir müssen sagen, was realistisch ist und was den Menschen wirklich hilft. Wir müssen miteinander diese Stadt gestalten. Das kann keiner alleine. Die Stadt gehört auch niemandem. Ich bin dazu bereit, das mit Ihnen zu tun. Er kniet sich an. Also diese Grabesmusik, ja, so ein bisschen, und dieses Schwarz-Weiß, also der Wahlkampfslogan ist ganz klar, Weltbild Schwarz-Weiß, ja, Hauptsache Chef, Rest egal. So, der Nächste, der sich bei uns Hoffnungen auf das OB-Amt macht und auch aufs Regieren, also wenn, dann bitte schon als zweiter Bürgermeister und so, das sind die Grünen. Die Grünen haben bei uns in der Stadt so alles Charmante abgelegt, was sie eventuell mal hatten, falls sie überhaupt mal was hatten. Die sind bei uns so ein bisschen diese Rentnermachtfraktion mit so ein bisschen Umweltschutz. Nicht nur, dass auch die Grünen einen Mann ins Rennen um das OB-Amt schicken, nein, sämtliche Wahlveranstaltungen werden von Männern bestritten. Das ist die Partei mit der Quote, das darf man nicht vergessen. Also Frauen dürfen bei den Grünen in Regensburg anwesend sein, habe ich mir sagen lassen, sogar ohne Bartverkleidung, habe ich gehört. Also hoffe ich zumindest. Und sie dürfen als ganz besonderes Schmankerl tatsächlich diese 3 stattlichen Mannsbilder an der Harfe begleiten. Harfe, wisst ihr Bescheid, Harfe. Der OB-Kandidat ist der ganz oben, das ist so ein bisschen der Alterspräsident unserer OB-Runde, und dem habe ich das neulich auch mal erzählt, dass ich das ganz schön finde, dass auch die älteren Menschen sich für Stadtpolitik interessieren, und ich finde das Bild immer so passend von diesem dienstältesten Stadtrat, wir haben so einen, der kommt immer mit seinem Rollator in den Stadtrat und schläft dann immer ein, wenn es ihn nicht interessiert, so nach 10 Minuten oder so. Und er murmelte dann patzig was von Altersdiskriminierung und was ich mir dann einbilde und so. Ich meine, was soll ich da sagen? Ich bin in der Runde dieser OB-Kandidaten mit Abstand die Jüngste. Und der Typ mit dem Rollator, der wird mir auch nicht erklären können, was meine Generation jetzt gerade wichtig findet in der Stadtpolitik.
Und die selbst, die Grünen, diese selbsternannte Jugendpartei, ja, die sind, selbst da sind alle Leute unter 50 irgendwie Klientel und für die macht man keine Politik. Der da ist außerdem Künstler, deswegen ist sein Wahlkampfslogan irgendwas mit Kunst, aber nennt ihn halt nicht alt. Wir in Bayern haben es ja ganz gerne mal kompliziert und überkorrekt. Ja, also es fängt mit diesen beschissenen Unterstützerunterschriften an, die hatte Niki vorhin schon erwähnt, für die wir uns mitten im Winter die Beine vom Bürgerbüro in den Bauch stehen mussten. Und das hört bei diesem wundervollen Kommunalwahlsystem mit dem Kumulieren und Panaschieren noch nicht auf. Das ist jetzt unser Stimmzettel, Musterstimmzettel. Allgemein sprengt das bayerische Gemeindewahlrecht so ein bisschen unser tradiertes Konzept von Themen statt Köpfe. Das lässt sich halt in einer Personenwahl nicht mehr so richtig wirklich nachverfolgen. Und ich merke das immer recht deutlich, wenn mich die Politik dann heimsuchen kommt, wenn ich es nicht erwarte. Wie zum Beispiel neulich morgens um 20 vor 8. Ich schlafe noch, dann klingelt es an der Tür. Das ist übrigens einer der wenigen Tage in den letzten Wochen, wo ich hätte ausschlafen können. Also ich lag wirklich noch im Bett. Ich schlurfe ohne Hose, Haare völlig nach allen Seiten abstehend. Ja. Ich habe so eine Knirscheschiene, die mir der Arzt gegeben hat, damit ich mir die Zähne im Schlaf nicht kaputt knirsche. Ich sehe also völlig debil aus und mache die Tür auf. Steht da vorne der Schornsteinfeger und sagt, ja, wir hatten einen Termin wegen der Therme und so. Ich sehe, ja, Moment, mache die Tür wieder zu, ziehe mir eine Hose an, denke mir, oh Gott, Schornsteinfeger, na gut. Mach ihm die Tür wieder auf, es ist immer noch 20 vor 8, er kommt rein und so, fängt an mit meiner Therme und sagt, ja, also wissen Sie, hier mit Ihrem Kommunalwahlprogramm, erklären Sie mir das doch mal. Ich stehe also da, halb angezogen, Haare immer noch völlig wild. Meine Wohnung, muss man dazu sagen, sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ich habe das halbe Lager von diesem Kommunalwahlkampf bei mir in der Küche. Überall stapelt sich Geschirr, die Blumen hängen verwelkt irgendwie runter. Ich denke mir nur, Gott sei Dank, keine schmutzige Wäsche im Sichtfeld und so. Also überall ist irgendwie Zeug und dann, ja, und vor 2 Minuten habe ich noch geschlafen. So, und er, also ich lispel mir da so irgendwie was runter, ja, weil so richtig sprechen kann ich mit der Knirscheschiene ja noch nicht. Und beim fahrscheinlosen ÖPNV bleiben wir dann hängen und er fängt dann an so mit, ja, Finanzierbarkeit und wie machen Sie das mit dem Landkreis? Und ich so, oh, irgendwie Zahlen irgendwie aus dem Kopf. So, wir hangeln uns dann irgendwie so durch diese Finanzierbarkeit und bla 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 und währenddessen ist er schon längst fertig mit meiner blöden Therme und guckt immer wieder verstohlen auf die Geschirrberge in meiner Küche. Es ist irgendwie mittlerweile dann auch schon nach 8, wir sind bei der Oberpfälzer Energiepolitik und der Trasse angekommen und ich versuche irgendwie unauffällig meine Haare so ein bisschen irgendwie nach unten zu bewegen und er hat dann noch so ein bisschen energiepolitischen Gesprächsbedarf und Gott sei Dank, irgendwann packt er seine Sachen, wünscht mir viel Glück, ja, und geht. Und ich weiß jetzt, dass ich also von Schlaf auf Kommunalwahlpolitik tatsächlich so unter 3 Minuten nur brauche. Ich habe den auch heute noch mal getroffen, also seitdem winkt er immer ganz freundlich und grüßt, also einen neuen Freund auf jeden Fall gewonnen. So, also zurück zu Lück, beziehungsweise besser gesagt zur FDP. Der da, das ist Herr Meierhofer. Der Herr Meierhofer, also den hat es eigentlich echt am härtesten erwischt von dieser Oberbürgermeister-Kandidaten-Gang. Der saß nämlich bis Herbst noch im Bundestag. Eine Runde Mitleid, ein bisschen, aber nur ein bisschen bitte. Weil, also der saß da mit so richtig echten Abgeordneten, oder zumindest mit welchen, die sich dafür halten, ja. Und jetzt muss er sich halt diesen Deppenauflauf meines Wahlkampfs geben. Also er sagt ja auch immer, naja, also die Wähler hätten ihn ja für diese äußerst wichtige Aufgabe jetzt des Kommunalwahlkampfs freigestellt. Er hätte jetzt ja mehr Zeit. Und also er wirft sich jetzt mit all seinem Neoliberalismus da in die Schlacht, also beziehungsweise in diesen Wahlkampf. Und der Wahlslogan, wie ihr sehen könnt, ist, mein Regensburg ist so frei, aber ja vor allen Dingen halt dann meins, meins, meins. Ne? Dann haben wir noch die Freien Wähler. Das ist ein Bild, das habe ich gemacht, deswegen sieht das so ein bisschen lustig aus. Was ihr da seht, ist 4 Plakate übereinander. Also die Freien Wähler sind nämlich eigentlich ganz lustig. Die haben ihren OB-Kandidaten da so 4-mal übereinander gehängt. Kunst am Wahlplakat. Im Stadtrat haben die leider überhaupt keinen Humor. Ja, aber die haben immer die besten Ideen. Also das behaupten sie, ja. Es sind immer ihre Ideen. Ja, wir hatten die Idee zuerst und so. Außer die Idee entpuppt sich hinterher als Scheiße. Dann waren es nicht die Freien Wähler. Dann waren es die da hinten irgendwo. Ja. Also, und übrigens, wo wart ihr eigentlich in der Sitzung, als das beschlossen wurde? Und ich glaube, die Tischvorlage war falsch geheftet.
Das sind bei uns so ein bisschen die Freien Wähler. Die sind die allergrößten Förmchenwerfer in diesem sowieso schon Sandkastenwahlkampf und in diesem Sandkastenstadtrat die allergrößten. Ja? Deswegen ist deren Wahlkampfslogan auch die Schaufel, die mir der politische Mitbewerber vor 57 Jahren im Sandkasten über den Kopf gezogen hat, die war blau. Aber am schärfsten in diesem ganzen Wahlkampf ist eigentlich der hier. Hey, der Herr Janeli. Und zwar, also der lässt uns in puncto Realsatire echt alle stehen. Das ist, das CSB ist in Regensburg eine kleine Splitterpartei der CSU. Und dieser Mann ist Immobilienmakler. Der war erst bei den Grünen, dann bei der CSU, angeblich auch bei der FDP. Bei uns hat er auch mal angefragt. Also er war irgendwie schon so überall. Und diese rechte Spalterpartei, die haben wir jetzt seit 6 Jahren. Und er geht tatsächlich mit dem Slogan hausieren, ich möchte den kleinen Kindern die Süßigkeiten wegnehmen. I kid you not. Das ist eine echte Aussage von dem. Ich weiß nicht, wofür der sonst politisch so steht, weil alle schlafen immer grundsätzlich ein, wenn er anfängt zu reden. Das mit den Süßigkeiten habe ich mir gemerkt, das fand ich so putzig. Und der will halt in den Stadtrat als Immobilienmakler, ist das natürlich eine schöne Sache. Also das zu toppen, ja, ihr seht, das fällt mir total schwer. Ich habe mir schon mal überlegt, was man noch tun könnte, um diese Realsatire in irgendeiner Form zu überbieten. Mir ist da echt nur eingefallen, nackt auf dem Podiumstisch tanzen. Aber selbst damit hätte ich von Schwachsinn, also diese Stadt ist so gesättigt von dem Schwachsinn in diesem Wahlkampf. Ich glaube, da hätte ich echt nur noch ein müdes Lächeln eingeheimst. Also, bitte drückt uns die Daumen, wenn wir am 16.03. mit diesen lustigen Leuten in den Stadtrat einziehen, um 6 Jahre lang Politik zu machen. Und bitte drückt dieselben Daumen auch München, Nürnberg, Gauting, Fürstenfeldbruck und den vielen Gemeinden, in denen Piraten tatsächlich auf den Kommunalwahllisten stehen. 1,5 Wochen lang dürfen wir uns das jetzt noch angucken und dann machen wir Stadtpolitik. Vielen Dank. Liebe Tina, herzlichen Dank, das hast du wirklich toll gemacht und bewiesen, dass die Piraten an Aschermittwoch nicht das Kantholz auspacken, sondern mit dem Florett fechten. Das ist eine Kunst. So, wir kommen zum nächsten Beitrag und da freue ich mich, dass sie da ist. Sie ist eine unserer beiden Bezirksrätinnen hier in Oberbayern. Das ist Martina Venter und jetzt wird es musikalisch. Viel Spaß dabei. Das ist immer ganz gut, wenn nicht alle so groß sind, weil dann brauche ich das Mikro nicht zu gar verstehen. Also zuallererst mal sage ich ein paar Sätzl und dann singen wir nur miteinander. Ich hoffe, ihr tut es dann alle mit und habt schon nur drungen. Aber als allererst grüße ich euch einmal, meine lieben Piratinnen und Piraten, Freunde und Freundinnen und natürlich auch alle Preisinnen und Preisen. Also wir müssen da natürlich auch ein bisschen aufs Gendern schauen. Gell? Ja, bei der Linken macht dann das immer ganz nervös. Ich freue mich wirklich sakrisch, dass doch so viele gekommen sind daher zum Piratigen Aschermittwoch zu Minger. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, also Freund, Feind, Parteifreund, wirklich alle da, das passt. Was ihr von mir heute hören kriegt, das ist mit Sicherheit sehr polemisch und auch unfair, aber halt auch die Wahrheit. Aber, und das finde ich ganz wichtig, genau für das stehen ja wir Piraten, dass wir das sagen, was diese anderen sich nicht trauen oder was sie sich nur denken, wenn überhaupt das. Ja, und jetzt, ich habe mich vorhin schon so ein bisschen umgeschaut, ich habe auch schon mit ein paar Leuten geredet wegen dem Dialekt und auch wenn ich so jetzt in die Runden reinschaue, also es ist schon wieder, ehrlich gesagt, ein brutal Ohrreiz geschaut, ich habe schon darauf gewartet, dass irgendjemand ganz laut Untertitel bläht. Normalerweise kam da der Moment, wo ich mich um eine deutlichere Aussprache bemühe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist heute der politische Aschermittwoch, der geht zurück bis ins 15. Jahrhundert, ist also eine tief bayerische Tradition, uralt. Und da werde ich gerade ausnahmsweise heute einmal so reden, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Aber eigentlich heißt ja, meine Rede gegen einen Misthaufen kann man nicht anstingen. Ist ja ein schönes bayerisches Sprichwort und auf genau diesen Misthaufen würde ich gerne jetzt nur mal kurz zu sprechen kommen. Und zwar ist das unsere hochgeschätzte Große Koalition. Ich muss schon sagen, das war ein
sauber verschissener Start in die neue Legislaturperiode. Sowas habe ich echt selten erlebt und so alt bin ich noch nicht. Zu uns wird immer gesagt, wir waren mal die Chaoten, wir waren mal der Sauhaufer, aber schaut euch doch mal den verhunackelten Misthaufer an. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten. Jeder tut, was er möchte, es wird gelungen, es wird ratscht, es wird weitergesagt, es wird was verschwiegen. Und wenn dann einmal einer was sagt, dann ist das so gehaltvoll wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Also ich meine, muss man mal sagen, die Energiewende, mal vielleicht doch nicht ganz so gemeint, da gehen veränderte Maisels vielleicht auch gar nicht so schlimm. Deutschland wird von den verschiedensten Geheimdiensten abgehört, das was außer uns gar keiner so schlimm fand, bis eben dann die Merkel abgehört worden ist, oh Wunder. CSU-Landräte feiern die sauteurigsten Partys, also nicht nur der Herr Greidel in Nisbach, sondern auch unser Traunsteiner Herr Steinmassel hat für 12.000 Euro Geburtstag gefeiert, das darf ich mir ganz gerne mal gönnen, aber mir zahlt das leider keine Sparkasse. und der Innenminister Friedrich, das haben wir ja heute auch schon mal ganz kurz angesprochen, der erzählt einfach mal ein bisschen über laufendes Ermittlungsverfahren, ist eigentlich schon interessant. Was man sich da ganz ehrlich einmal fragt, ist, ob die meinen, dass wir total deppert waren. Ob die meinen, dass wir auf der Brennsuppe nachhergeschwommen waren. Ja, und ich hab's schon gehört, man muss leider sagen, scheinbar ja. Ja. Man möchte ja durchaus den Eindruck kriegen, der geneigte Wähler war ein bisschen deppert. Egal welchen Schmarrn, dass die CDU, CSU sich einfallen lässt, sie werden gewählt. Ich denke da mal zurück an die Verwandtschaftsaffäre oder auch an den Unwillen von Schwarz-Gelb, dass die NSA-Affäre mehr aufgeklärt wird. Und in einer riesigen Liste von Schmuh sind das ja nur die zwei kleinsten Beispiele. Aber man muss jetzt mal sagen, die SPD ist nicht besser. Ganz egal, wie viele Eingeständnisse die für ein bisschen Regierungsverantwortung machen, eher eine Basis stimmt für die Große Koalition. Die haben sie wahnsinnig billig einkaufen lassen. Ich muss ehrlich sagen, das sind so Momente, da wünsche ich mir manchmal die FDP zurück. Da hast du wenigstens was zum Lachen gehabt. Aber, und das ist das Wichtigste, weil auf Wählerinnen und Wähler, auf die schimpft man ja nicht. Also ich schon, ich traue mir das, aber normalerweise tut man es nicht. Deswegen schimpfe ich jetzt des Weiteren auf den wahnsinnigen Misthaufen, den ich vorher schon mal angesprochen habe, gegen den wir anstinken wollen. Wir sind nämlich die Nerds. Wir sind die Sozialliberalen, wir sind die Chaoten, die Jungen, wir sind die neue Hoffnung, wir sind nämlich ganz wichtig, die mit den Fragen. Und auch die stimmen für meine Generation und für die Digital Natives, für alle anderen, die was die Schnauzen voll haben von dem Geklüngel in die Parlamente und vom ewigen Ausblenden der Realität durch unsere Abgeordneten. Da fällt mir nur ein, das Internet ist für uns alle Neuland. Hä? Also, Wir als kleine Partei, wir haben den Großen da oben nämlich sauber Angst gemacht. Wir sind die, die unsere Kernthemen gesellschaftsfähig gemacht haben. Durch alle Schichten ist Transparenz und Bürgerbeteiligung inzwischen ein Thema. Stellt euch mal vor, also wirklich, das stellt euch bitte mal bildlich vor, bei uns in Traunstor hat die Junge Union das Livestreaming von Stadtratssitzungen beantragt. Ist abgelehnt worden von der CSU, was ich recht interessant fand, aber... Also, aber nicht, weil die Idee schlecht ist, sondern aus Kostengründen. Aber das muss man sich mal wirklich reizen, das in Oberbayern, bei uns auf dem Land daheim in Traunstor. Also das ist schon ganz, ganz weit unten im schwarzen Gefilde. Gell? Das heißt aber im Großen und Ganzen, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel erreicht. Und ich sage es euch, wir machen wir weiter, egal was für Querelen sind, wir machen wir weiter und mit Ratzmas bis bald werden die Wahnsinnigen. Aber wir wollen uns heute nicht nur ärgern, ihr seht, aber die geht auch dabei. Wir wollen ja einfach auch ein bisschen gemütlich beieinander hocken und ich habe für euch deshalb ein kleines Schmankerl dabei. Die wichtigsten Sauhund aus der großen Koalition, die habe ich euch einmal rausgesucht und eine kleine Ferserl, was über sie geschrieben. Die Ferserl heißen sie Gstanzl, ich hoffe, der eine oder andere kann vielleicht was damit anfangen. Die darf ich euch gerne auf digital spielen. Aber, und das ist der wichtige Punkt, da bin ich auf eure Unterstützung angewiesen, wir sind ja schließlich eine Mitmachpartei. Und... deswegen seid ihr aufgefordert, dass ihr die Zwischenteile mitsingt. Der Text ist ganz einfach, ich sage euch den nochmal kurz vor. Holla die Rirtei, holla die ho, 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 holla die Rirtei, holla die ho.
Also kann man sich normalerweise schon ganz gut merken. wenn es soweit ist, dann nicke ich einfach ganz unauffällig, das schaut dann so aus. Und dann wisst ihr auch, dass es soweit ist und dass wir mit dem Minister im Endeffekt abgeschlossen haben. Also zumindest in dem Lidl. Okay, gut. Wenn sich jemand genötigt fühlt zum Springen, kann er es gerne machen, sind nur zwei Akkorde, also das kriegen glaube ich die meisten auch noch hin. So. Muss ich doch nur ein bisschen umbauen, gell? Also ich gehe mir davon aus, dass man die Gitarre nicht so gut hört, aber es geht ja mehr um den Text. Und wenn mir jemand nicht versteht, ist mir das auch wurscht. Genau. Und ich bitte etwaige Fehler zu entschuldigen, ich habe schon mal 40 Bier. Also ich grüße euch Piraten, liebe Presse, alle Leid. Über den neuen Minister verzeih euch was heut. So, jetzt haben wir gleich mal Probelauf. Ola di di di, ola di o, ola di di di, ola di o. Der Ratschkattel Gabriel kümmert sich um die Energie. Die Energiewende geht nicht weiter, er ist Lobbyist der Industrie. Nach der Wahl, da hat er ein Basisentscheid initiiert. Die Idee hat er gewiss von uns Piraten wegkopiert. Holla di di di, holla di o, holla di di di, holla di o. Im Auswärtigen Amt, da huckt der Steinmeier. Und was der verzeiht, ist die ewig alte Leier. Bei der Agenda 2010 war er vorn mit dabei. Da fragt man sich schon, was bringt uns der noch ein? Holla di di di, holla di o, holla di di di, holla di o. Jetzt kommt einer von meinen Lieblingsteilen, ja? Und du gut aufpassen. Meine ganz tunte Freundin ist die Ursula von der Leyen. Die Idee mit den Stoppschüdeln mag ihr nicht verzeihen. Und jetzt macht's Verteidigung gegen das Böse dieser Welt. Da wissen wir ja schon gleich, wer die nächste Kanzlerin uns stellt. Sie macht jetzt ein Ohren auf harte Ursel. Setzt sich ein gegen das Bundeswehrgebuchstell. Es gibt bald Kitas in unserem Heer. Mit ihren ist bei ihr heute auch nicht weit her. Holla di di di, holla di o, holla di di di, holla di o. Das Ressort für Arbeit und Soziales, ja, das hat die Andrea Nahles. Auf dem Foto wirkt sie allweil so nett, aber mit der Rentenreform haben wir jetzt ein gescheites Gefrett. Mit 63 kann man bald in drin gehen, doch die Arbeit hat schon früher ein jähes Ende. Drum gingen viele schon mit 61, drum macht das ALG den Rest. Und die Mütterrente, das ist mir gewiss, mit der haben wir auch noch ein sauberes Geschiss. Denn was unsere Eltern bald mehrer grillen, das können wir Jungen uns in den Arsch einschirren. Holla di di di, holla di o, ho, ho, holla di di di, holla di o. Ja, und die Schwesig war neulich beim Jauch. Familienministerin, ja, das kann sie auch. Sie blärt ganz laut, seid ihr alle blind. Denkt doch einmal einer an das arme Kind. Doch ein Pädophiler, der ist doch krank. Der braucht ein Hilf und kein Hinkersbank. Holla di di di, holla di o, ho, ho, holla di di di, holla di o. In der Schwesig ihr Kern haut der Heiko Maas nein. Nacktfotos von Kindern sollen ganz verboten sein. Er verändert auch den Paragraph für Totschlag und Mord. Das wird höchste Zeit, hoffentlich heute der Wort. Holla di di di, holla di o, ho, ho, holla di di di, holla di o. Jetzt wird es mit mir beim Mitsingen, weil das dauert nur ein bisschen, gell? Der Innenminister Lothar de Maizière, der hält für mich gut als Schleimer her. An Olympia in Sochi gibt's wenig zu kritisieren. Da lass ich mich lieber mit den Sportlern fotografieren. Bei ihm war's eh alles die Ende.
es an, aber wen interessiert denn sein hohles Blabla? Jetzt kommt da eine kleine Zunge brechen. Der Peter Altmaier ist Kanzleramtschef, der Nachfolger von Profaller, ja WTF. Er vermittelt jetzt im Streit um die Stromtrassen, aber ich sehe schon alles ausgeweht, da kann es gleich lassen. Habt ihr es gleich geschafft? Im Gesundheitsministerium gibt's auch ein großes Geschrei. Der Grün möchte die Pille für den Noch auf keinen Fall rezeptfrei. Da kennen nur die Mädels schon gescheit. Der Bomber, es gibt wegen der Versicherung eh bald keine Hebammer. Jetzt kommt der ganz kurze. Mit Friedrich wollte ich auch noch was sagen, aber der ist ja zurückgedreht, drum kann ich mir das sparen. Zu guter Letzt kommt noch die Bundesmutter, die liefert der Presse ja gar kein Futter. Egal wer was tut, was sagt, was gesteht, die Kanzlerin schweigt. Sie äußert sich nicht, aber ich glaub, die nur als Chefin so sei. Da möchte ich auch nix mit tun haben, mit der Mordsauerei. Sie lässt ihre Minister werkeln in Ruhe und fliegt lieber nach Israel, da geht's nicht so zu. Und jetzt ein letztes Mal nochmal ganz laut. Also, ja, jetzt war ich fertig. Ich hätte jetzt gerne noch Prost gesagt, aber ich habe mein Bier am Tisch vergessen. Ja, genau, der Hausklave bringt's. Prost! Liebe Martina, ganz herzlichen Dank für den tollen Beitrag. So, und wir machen weiter mit unserem tollen Programm. Der nächste Redner ist der Jan Kastner von den Juppies, von den Jungpiraten. Herzlich willkommen. Ja, das mit dem Toll stelle ich mal in Frage. Falls sich heute jemand angesprochen fühlt, ich meine euch nicht. Wer es trotzdem tut, ja, den kann ich auch nicht mehr helfen. Danke, Geoffrey, für die Wortgebung dieses tollen Spruches. Es ist Anfang 2014 und mir persönlich wird übel, wenn ich mich in den Städten und Dörfern in Bayern umschaue. Nein, übel passt nicht wirklich. Ich werde richtig wütend. Daheim ist daheim. Für die Heimat, Bayern, ... Alles für die unsere schönste Stadt, Markdorf X. Jedes Wahlplakat mit dem gleichen Inhalt, ob CSU, Bayernpartei oder sogar die SPD. Sie appellieren an die nationalistischen Empfindungen der anderen Menschen, die auch zufälligerweise auf dem gleichen Fleckchen Erde leben. Lokalpatriotismus wird zum Politikersatz. Es scheint in diesen Wahlkämpfen nur darum zu gehen, wer den schöneren Löwen und das beste Rautenmuster auf dem Plakat hat. Mich kotzt diese Heimatverliebtheit an, die so oft Hand mit Fremdenfeindlichkeit geht. Und sie beginnt in Bayern oft nicht mal erst bei Migranten. Du sprichst nicht wie sie, du isst nicht wie sie, du siehst nicht aus wie sie, du bist nicht wie sie, du bist nicht gleichwertig. Nein, du bist sogar nicht willkommen. Außer du hast Geld oder machst die Arbeit, die sonst keine andere machen würde. Aber dafür bitte für wenig Geld. Und dann halte dich aber im Hintergrund und sei leise.
Es tut mir leid, dass es heute nicht so witzig wird. Ja, aber mich kotzt wirklich dieses ganze Gedankenkonstrukt an. Dieser Lokalpatriotismus verwurzelt in einem tief sitzenden Konservatismus. Ja, Konservatismus, ein schönes Wort, das oft auch gern als politische Philosophie gesehen wird, als politische Meinung. Aber sie entlarvt sich doch immer wieder als absurde, inhaltsleere Angst vor Veränderung. Ich war mal fast der Meinung, dass Konservatismus in der Gesellschaft wichtig ist, als Gegengewicht für progressive Strömungen. Aber ich weiß nun, selbstkritische, liberale, progressive Politiker brauchen den Dialog mit anderen, die um die Weiterentwicklung der Gesellschaft interessierten Menschen und nicht mit unpolitischen Bremsern, die nur Geld verdienen und ihren Stand sichern wollen. Sie schüren Ängste und bedienen sich populistischen Forderungen, nur um Macht zu erhalten und Macht zu gewinnen. Und der Markt dafür scheint unerschöpfbar. Es gibt immer wieder Abspaltungen des konservativen Lagers, die stark genug sind, um mindestens in Bayern und auf kommunaler Ebene Erfolg zu haben. Und dies, obwohl die CSU innerhalb des konservativen, dem rechten Lager, eine extreme Bildungskraft besitzt. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Neuerstarkung der Bayernpartei, die aus ihrem Grab aufersteht, in die sich Strauß in den 60er Jahren geprügelt hatte. Ja, also dass ich so viel trinke, das liegt natürlich daran, dass die Rede extrem kurz ist und am Ende, ich weiß nicht, ob ich es ganz exen kann. Aber klar, es ist auch so viel einfacher, sich hinter einer hineinfantasierten, besseren Vergangenheit sich zu verstecken, als sich den Aufgaben der Zukunft zu stellen. Das Absurde ist ja, dass sie sich ja auf angeblich geschichtliche Fakten beziehen, die nie existierten. Sie verdrehen halt einfach alles, so dass es in ihre Mann, Frau, Kind, geliebte Weltbiss passt. Ein konservatives Weltbild lebt von seiner Einfachheit. Aber das Problem ist, dass diese Welt etwas sehr Komplexes und pluralistisch ist, was kein Mensch, niemand, einfach so ganz einfach begreifen kann. Sie reden von Werte und einer Leitkultur, die sie den Menschen, die diese nicht teilen, auferzwingen wollen. Und hier geht es nicht um Werte, die uns alle im Sinne der Aufklärung des Humanismus verbinden. Nein, es geht um Werte, die ihre homophoben, fremden und frauenfeindliche Welt bewahren und zementieren. Sie verstecken sich hinter Begriffen wie Patriotismus und Tradition, aber steckt immer das Gleiche dahinter. Wir könnten als Menschen schon so viel weiter sein, wären nicht diejenigen, die Konservierung von Privilegien, von Machtpositionen, von Herrschaft aus Eigennutz als ihr einziges Ziel vor Augen haben. Sie sind der Grund, warum wir alle Politik machen müssen. Denn wenn wir diese modernisierungsfeindlichen Politiker an den Hebeln der Macht lassen, kann das böse enden? Nein, ich weiß, es wird böse enden. Viel besser ist es doch, in einer Welt zu leben, wo wir voller Freude in die Zukunft gehen und uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir Möglichkeiten nutzen und Probleme beseitigen. Wo keine Diskussion einfach weggewischt wird mit das war schon immer so, das haben wir noch nie so gemacht und Ähnlichem. Aber wenn ich durch Bayern fahre, wird mir übel und ich werde wütend. Konservatismus beherrscht die Politik und die Gesellschaft. Die Welt, die so schön sein könnte, ist durchzogen von Zerstörung und Hass, weil Angst vor der Zukunft Menschen, die in diesem Weltbild gefangen sind, herrschen. Wir dürfen ihnen nicht zuschauen, wie sie unsere gemeinsame Zukunft verspielen. Nein, irgendwann ist es zu spät. Und ich hoffe, dass heute das noch nicht der Fall ist. Und um ein weiteres Achievement zu entlocken und wirklich endlich mal eine Punkband in einer politischen Rede zu zitieren, ende ich mit den Worten der Band Wieso. Deren Werte und Moral sind mir völlig scheißegal. Ich brauche weder Gott noch Vaterland. Die können mich alle mal. Prost!
Der druckt die nimmer. Lieber Herrn Kastner, herzlichen Dank für die mahnenden Worte, weil wir sollten das ja nicht vergessen, das ist heute Aschermittwoch. Das ist eigentlich der Tag der Besinnung, aber auch der Umkehr. Insofern vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Redner, das ist Jens Stomper. Ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja, hallo. Ich grüße euch. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ja, ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und eine Anekdote erzählen aus dem Bundestagswahlkampf, die viel zu schön ist, um sie in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich möchte heute über einen Mann sprechen, den man wohl am treffendsten mit den Worten bayerisches Country Potato in brauner Soße beschreiben kann. Das vollste Vertrauen genießt er nicht nur bei Angela Merkel in Berlin, sondern auch bei dem amerikanischen Geheimdienstkoordinator James T. Clapper in Washington und bei General Keith Alexander in Fort Meade. Wie wir alle heute wissen, ist das Vertrauen jenseits des Atlantiks so groß, dass sogar die privaten Telefone der Bundeskanzlerin und ihrer Minister abgehört werden. Und das war auch mit seinem Verdienst, denn er mischt überall mit. Nach dem Motto mehr Uhlwagen importiert er von NS&A nach bester 80er-Jahre-Mentalität amerikanische Innovationen zur Innen- und Sicherheitspolitik, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, den Staatstrojaner und auch das nationale Cyberabwehrzentrum. Von X-Keyscore will ich hier gar nicht erst anfangen zu reden. Zwei der genialsten Beiträge der Bundesregierung zur Aufklärung der NSA-Affäre stammen von ihm. Und ich möchte das jetzt hier zitieren. Erstens, wir wissen es bis heute nicht. Und zweitens, ich kann es Ihnen schlichtweg nicht sagen. Er ist also wahrhaft ein operierender Titan der CSU. Die Rede ist von keinem Geringeren als Bundesinnenminister außer Dienst, Bundeslandwirtschaftsminister außer Dienst, Doktor, den hat er noch, Hans-Peter Friedrich. Ja. Circa 100 Tage nach Beginn des größten Überwachungsskandals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland waren von offizieller Seite noch immer alle Fragen offen geblieben und sind es auch bis heute. In den Antworten der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag offenbarte sich das gesamte Ausmaß an Verschlagenheit und professioneller Vertuschung im Umgang mit unseren Bürgerrechten, Überwachungsinstrumenten und Geheimdiensten. Die Bundesregierung gebärdet sich aalglatt, wie ein Mafiosi im Zeugenstand, bestreitet ihre Mitwisserschaft. Zitat, die Bundesregierung hat keine entsprechenden Kenntnisse, Zitat Ende, und versteigt sich sogar zu der Aussage, Zitat Anfang, ob und inwieweit die von Edward Snowden vorgetragenen Überwachungsvorgänge tatsächlich belegt sind, ist derzeit offen. Die Bundesregierung stellt sich dumm. Sie gibt an, selbst keine Ahnung von irgendwas zu haben und das auf die in die US- und britische Regierung versandten Fragenkataloge zu den bekannt gewordenen Überwachungsprogrammen bisher noch keine abschließenden Antworten vorliegen. Aber ausgerechnet im Rahmen der Reise des Innenministers Friedrich am 12. Juli 2013 nach Washington zu NS&A wurden angeblich bereits wichtige Auskünfte zu den von Deutschland aufgeworfenen Fragen gegeben. So heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf Seite 6. Die bekannt gewordenen Einzelheiten aus Friedrichs Bericht vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium und im Innenausschuss entlarvten den Kurzbesuch des Bundesinnenministers in Washington als einen billigen Taschenspielertrick, um die Affäre herunterzuspielen und von den wahren Verantwortlichen im Kanzleramt abzulenken. Denn glaubt man amerikanischen Quellen,
dann irrlichterte Friedrich auf internationalem Parkett umher, als er in Deutschland verlautbaren ließ, Aufklärung zu betreiben. Wir mussten indes aus amerikanischen Medien erfahren, dass die gute Zusammenarbeit mit NSA sogar noch ausgebaut werden soll. Und anstatt Klarheit zu schaffen, warf Friedrichs Besuch nur noch mehr Fragen auf. In wie vielen Fällen konnten mit Hilfe von NSA denn nun wirklich Terroranschläge in Deutschland vereitelt werden? Aus eigener Agententätigkeit lagen der Piratenpartei bereits damals Erkenntnisse vor, wonach Friedrich seine Reise nicht aus eigenem Antrieb angetreten hat, sondern wohl eher dazu verdonnert wurde. Und das kam so. Im unterfränkischen Würzburg findet am 5. Juli eine Wahlkampfveranstaltung der CSU mit dem aus Oberfranken stammenden Bundesinnenminister statt. Für Friedrich ein Heimspiel im Hofbräukeller. Auch Piraten zieht es zu der Veranstaltung. Sie demonstrieren vor dem Lokal für politisches Asyl für den amerikanischen Whistleblower Edward Snowden. Einige entschließen sich der Veranstaltung als Undercover-Piraten beizuwohnen. So auch Thorsten Neuwirth und Maximilian Winkler, der erste Vorsitzende und der politische Geschäftsführer des Bezirksverbands Unterfranken der Piratenpartei. Sowohl in seiner Rede als auch auf spätere Nachfrage äußerte sich Friedrich zum NSA-Überwachungsskandal demnach ganz klar. Ganz klar. Ich sag's nochmal. Ganz klar. Er selbst sei gar nicht zuständig, sondern Kanzleramtsminister Pofalla. Man solle sich doch bitte an Pofalla wenden. Das hat er so gesagt dort, auf mehrfache Nachfrage. Doch am 10. Juli fliegt nicht Pofalla nach Washington, sondern Friedrich. Im Interview aus Washington per Satellit nimmt man Friedrich dann weniger als Treiber, sondern vielmehr als Getriebenen wahr. Man merkt ihm an, dass dieser Flug für ihn wohl etwas zu hoch war. Als Schauspieler würde er wohl eher in Heimatfilmen mitwirken, als in reißerischen Agenten-Thrillern. Wer ihn schickt, will nicht aufklären oder gar eskalieren, sondern den Ball flach halten, das aufgebrachte Volk wieder beruhigen und von sich selbst ablenken. Dass Friedrich schließlich mit leeren Händen aus Washington zurückkehrte, hat uns deshalb auch nicht verwundert. Dass die Bundesregierung später den Versuch unternimmt, diese dilettantische Einlage ihres Aufklärers widerwillen in der Retrospektive als erfolgreich umzudeuten, wirkte dagegen fast schon draufgängerisch. So draufgängerisch, dass er in der folgenden Legislaturperiode als Landwirtschaftsminister Schäfchen hüten durfte. Letztendlich in der Affäre um das merkwürdige Nutzungsverhalten des SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Ederti ging sein oberfränkisches Temperament vollends mit ihm durch. Denn die gute Zusammenarbeit beim Datenaustausch mit Nachrichtendiensten und Ermittlungsbehörden, die ihm bereits in Washington von NSA bescheinigt wurde, setzte er konsequent auch in Deutschland fort. Zuletzt offenbar, indem er im Oktober 2013 Informationen aus einem laufenden Ermittlungsverfahren zum merkwürdigen Nutzungsverhalten von Christian Ederti an den SPD-Chef Sigmar Gabriel weitergab. In bayerischer Sturheit beharrte er anschließend darauf, politisch und rechtlich richtig gehandelt zu haben. Unser PK-Management-Tipp für Sie, Herr Dr. Friedrich. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Seien Sie ehrlich. Sagen Sie es gerade heraus. Sie haben absolut nichts zu verbergen. Sie haben unser vollstes Vertrauen. Wir alle hören Ihnen zu. Sie haben unsere vollste Aufmerksamkeit. Und als Bundesminister sogar die von NSA. Aber ich kann euch alle beruhigen, denn von Pofalla wissen wir, deutsche Daten,
deutsche Daten werden in einem mehrstufigen Verfahren herausgefiltert. Na dann. Dann ist ja alles gut. Es gibt nichts zu kritisieren. Ich erkläre hiermit den politischen Aschermittwoch für beendet. Dankeschön. Lieber Jens, ganz herzlichen Dank nochmal für diesen tollen politischen Beitrag. Mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, die Veranstaltung zu schließen, und ich mache das mit einem Versprecher eines ehemaligen bayerischen Landtagspräsidenten. Ich sitze die Schließung. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Kommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Günther oben bei der Technik, dass das hier alles hervorragend funktioniert hat. Und Florian, der Organisator, hat mich gebeten, euch noch zu sagen, die Veranstaltung ist damit natürlich nicht schlagartig beendet, sondern wir können natürlich selbstverständlich hier noch ein gutes Stündchen zusammensetzen, diskutieren und reden. Ich sage nochmal Danke, Servus, Tschüss, die nach Hause müssen, weg müssen, einen guten Nachhauseweg, und wir sehen uns alle wieder beim nächsten politischen Aschermittwoch. Und eine Bitte noch, unterstützt eure Kandidaten für die Kommunalwahl am 16. März. Wir haben nicht mehr lange, das werden wir wacker durchstehen. Ich glaube, wir machen kommunalpolitisch in Bayern einen guten Wahlkampf, und das funktioniert auch nur, weil wir eure Unterstützung haben. Danke, tschüss. Und Florian gibt mir noch einen wichtigen Hinweis, vergesst bitte die Spendenbox am Ausgang nicht. Die Spendenbox am Ausgang nicht. Danke, tschüss, servus.